ihren Namen malen. Aber ich kann ihre Version von Hangout unterstützt das Anmalen nicht. So. Deswegen ich sage, irgendwas passt, du bist der Schöner. Dann ist auch schon wieder weg. Ich glaube, das ist einfach Ja, Quatsch mit diesem lass es, Müll. ist egal. Erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung Pathfinder. Zu unserer mittlerweile dritten Sitzung, glaube ich. Und ja, Matta ist da. Sie war ja letztes Mal nicht da. Ja. Hallo. Dafür ist Flo noch nicht da, aber der kommt noch. Entsprechend wird sein Zwerg so lange schlafen oder so. Ich lasse mir das einfallen. Eine kurze Zusammenfassung für die, die noch nicht da waren, beziehungsweise auch für Matta, was so passiert ist beim letzten Mal. Ihr habt den Auftrag bekommen, das war in der ersten Sitzung, ja, eben ein unbekanntes Biest zu töten oder zu verjagen, was eben das Dorf Sandspitze bedroht. Und seid dann eben in eine Höhle gegangen, habt dort diverse Sachen gemacht. Unter anderem, ja, einen Schrein mit einer Feuerfalle, ja, quasi besiegt, sag ich mal. Und dann seid ihr schlussendlich nach diversen anderen Gekröse, wie einer Riesenspinne und einem Wassermonster, auf einen Drachen gestoßen, den hauptsächlich Shinji mit einem epischen Wurf einfach mal komplett platt gemacht hat. Naja, also Leo hat auch zugehauen. Das stimmt. Aber hauptsächlich, ich glaube, du hast mit einem Wurf irgendwie 20 Schaden Ja. rausgerotzt oder so. 25. Das war echt. Was? 25! Und dann ist dieses Vieh geflohen mit der Aussage, ihr seid mich noch nicht los, so ungefähr. Ich komme wieder. Ihr seid voll blöd. Das war ja der Drachen. Genau. Und Okay. nachdem ihr diesen Drachen dann eben ja, besiegt habt und seid ihr zurückgekehrt in das Dorf und habt dort von Hauptmann, jetzt muss ich wieder nachgucken, wie die alte heißt. Blöde Bitch. Nennen Sie doch einfach Hauptmann. Nein, das ist unprofessionell. Ich habe das hier irgendwo. Ich möchte Nachgucken mal nicht. Oh, einsetzen. ja. Nein, das ist voll gut. Solltest du so einen kleinen Spicker in die Hand machen, dann von Hauptmann. Blablabla. Ja, ich muss gucken, weil ich die ja eh gleich brauche. Also von daher. Aber hier steht es natürlich nicht. Lelele. Ach so, Hauptmann Celia Heidmark, genau. Dem Kundschafterhauptmann von Sandspitze. Den habt ihr dann wieder getroffen in Sandspitze und der hat euch gesagt, hier ist eure Belohnung, aber bleibt mal, vielleicht habe ich noch Arbeit für euch. Und da habt ihr gesagt, alles klar, das machen wir. Gehen wir doch mal in eine Kneipe. Dann seid ihr in eine Kneipe so am Hafengelände und dort wurde erstmal um Essensgeld verhandelt und was das alles kosten soll. Habt dann schließlich endlich bezahlt. Und dann kam ein etwas, ja, ich will nicht sagen rassistischer, aber das trifft es doch ganz gut. Händler auf euch zu, hat erstmal alle Zwerge und Elfen, glaube ich, auch beleidigt. Und er hat mir Was. von links ins Bier gequatscht. Ist das richtig? Was dann, jetzt muss ich überlegen, wie heißt der Bilgor, glaube ich, ne? Bilgur, ja. Was dann Bilgor, also Flo's Charakter, dazu bewogen hat, diesen Typen einfach mal platt auf den Tisch zu knallen. Was der Gute allerdings nicht überlebt hat. Der lag dann da so. Und woraufhin wiederum der Hauptmann oder die Hauptfrau, Celia Heidmark, in den Laden kam und sagte: Hier, ich verhafte euch jetzt erstmal nicht, aber verhaltet euch ein bisschen ruhig bis morgen früh, wo ihr euren nächsten Auftrag kriegt. Aber weil ich brauche euch noch und ihr habt das Dorf gerettet, aber noch mehr Leute umbringen solltet ihr jetzt nicht unbedingt. Ich So. finde es voll schön, wie du diese 15 Minuten Nachparty-Geschichte länger zusammenfasst als die 8 Stunden Hauptquest. Es war ja Das auch, war interessanter. es war spannender, das muss man einfach sagen, ja. Wir haben ganz vergessen den Part, wo ich von der Wand gefallen bin. Du bist auch Genau, von der Wand das, gefallen und ja, das und Wandklettern und so. da waren noch ein paar andere Sachen. Wer das sehen will, kann sich ja die Parts einfach angucken. Genau. Sind ja nur 6 Stunden, also von daher, das ist ja Weißt du, kein eigentlich sollten Problem. wir, ich rede jetzt einfach mitten rein, aber eigentlich sollten wir so ein Outtake, so ein Blooper-Video machen. Alle verbockten Würfe. Ich werde irgendwann mal ein Best-of-Video machen, definitiv. 80% Davis. Ja, richtig. Ich habe schon wieder nur eine Eins. Ey, letztes Mal, fünfmal hintereinander. Easy. Ja, wir befinden uns ja in der Einsteigerbox. Ich habe euch auch noch relativ viel geholfen. Da wir uns aber mit langsamen Schritten dahin nähern, dass wir den Überstieg machen in das richtige Pathfinder-System,
werde ich das auch langsam ein bisschen einschränken. Und heute wird das sich dadurch äußern, dass ich euch... also ich habe die Charakterbögen jetzt nicht mehr offen. Das heißt, ihr müsst eure Sachen selber aufschreiben und ihr müsst eure Sachen selber überprüfen und selber gucken, was ihr macht. Fällt mir, dass du nur sagen wolltest, was das Messer kann. Das Sternenmesser, das stimmt. Denn wir haben ja gefunden, dass es hier doch tatsächlich das Sternenmesser gibt. Und das sage ich dir auch gleich, wenn ich es jetzt wiederfinde. Was ich natürlich nicht tue. Das ist, glaube ich, hier drin. Ja, da ist es doch. Das Sternenmesser. Hast du das nicht schon aufgeschrieben gehabt? Ich hatte das, wenn ich es aufgeschrieben gehabt hätte, hätte ich es aufgeschrieben gehabt. Dann würde es hier stehen. Hattest du das nicht von Anfang an? Das war der Scheißteil, bei dem wir nie wussten, was es macht. Genau, aber ich habe es jetzt gefunden. Also, ich habe wie gesagt hier stehen, nur halt nicht, was kann. Du kannst als Sternenmesser im Nahkampf und als Wurfwaffe benutzen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja. Es ist eine Stichwaffe. Soll ich das jetzt aufschreiben? Ja, in das Feld, wo dann das reinpasst. Ich schreibe es einfach. Schadensart. Einfach, genau. einfach hier unten schreibe ich es hin. Dann Schaden ist 1W4. So ein Kackteil. Und macht bei meiner 20 macht's dreifachen Schaden. Also 20 mal 3. Du hättest halt auch 12 sein sollen. Dafür kannst du das Ding aber auch schmeißen, das musst du beachten, ne? Toll, dann kann ich 4 Schaden durch die Gegend werfen. Ja, dafür hast du aber ja deinen Rapier gekauft. Ist da so eine coole Kette dran, dass ich damit so ninja-mäßig so... Nein, das ist ein... Also das sieht... Ich kann ja versuchen, das zumindest zu zeigen. Ich glaube, du hast mir schon mal gezeigt. So ein Griff in einer... Sieht halt aus wie so ein Sternenmesser. Wie man sich so ein Sternenmesser halt vorstellt. Ich versuche mal. Gucken, ob ich das halbwegs hinkriege. Moment. Ja, so super awesome sieht das aus. Ja, das hat so einen Griff in der Mitte und dann der Rest ist so... Das ist halt mein Offiziersrapier. Das ist dein Rapier, genau. Cool. Du bist eine Pseudo-Xena. Genau, das bist du. Ja, und wie gesagt, also ich werde ein bisschen weniger drauf gucken, was ihr so habt und was ihr so könnt, denn damit ihr so ein bisschen zur Selbstständigkeit kommt. Gut. Und wir sitzen immer noch in der Kneipe. Der Hauptmann hat den Laden wieder verlassen, hat seinen Männern befohlen, hier Müll wegräumen, also der Tod ist weg. Ins Bett gelegt. Ja, ich hatte euch auch schon ins Bett gelegt, das ist richtig. Ich wollte aber noch mal fragen, bevor ihr ins Bett geht, ob ihr noch irgendwas machen möchtet. Also ihr habt gegessen, ihr habt getrunken, ihr seid erholt und seid aber auch ganz schön müde und sitzt jetzt da rum in der Kneipe. Alle anderen sind so ein bisschen, tut mir nicht weh. Du meinst, du gibst uns jetzt die Erlaubnis, doch noch zu duschen, zu baden. Duschen ist in dem Laden leider nicht möglich, genauso wie nicht im Baden. Kannst ja mal eine Küste springen, Fix, wir sind ja am Hafen. Ja, das wollte ich ja gerade vorschlagen. Kannst du einmal quer durchs Becken ziehen? Drachenblut auf dem Körper, das hält die Mücken fern. Ja, kann das irgendwas Besonderes? Weil es hat ja. Nein. Okay. Also kein cooles Siegfriedblut, das wir sind hier nicht bei den Ringen der Nibelungen, nein. Sag mal so, es hält Kerle fern, die ins Bier quatschen. Anscheinend mit. Ja, auf jeden Fall hat Bilgor offensichtlich aus der ganzen Sache. Zumindest ein bisschen was gelernt, zumindest für einen Moment. Und zumindest bist du ihn noch. Ja, solange ich ihn spiele und sitzt sehr still da und reagiert auch nicht wirklich auf euch, sondern guckt grimmig reinschauend nach vorne. So. Er hat ja auch eine zusätzliche Trophäe. Das stimmt. Er hat ja jetzt einen Zahn. Das ist richtig. Oh, ich liebe diesen Zwerg. Aber ich glaube, ich bin müde und will ins Bett. Ich bin etwas durchlaucht. Vom Sternenmesser. Genau, das Sternenmesser hat mich so fertig gemacht, ich muss erst mal eine Nacht drüber schlafen. Und ich bin triumphal, ich gehe auch pennen. Okay. Ja. Also ihr wollt alle pennen gehen? Ja. Okay. Ja, ihr verbringt die Nacht in einem leicht feuchten Zimmer, wo auch so leichte Flecken an der Wand zu finden sind, in Betten, die nicht so besonders sind, während zwei von euch ja auf dem Boden schlafen müssen, glaube ich, zwei oder drei. Ich bin im Eck gesessen und habe im Sitzen geschlafen. Genau, und auf jeden Fall, ihr verbringt die Nacht und fühlt euch zwar leidlich erholt, aber jetzt nicht so super, super fit, aber immerhin so, dass ihr sagt, okay, was auch immer auf mich heute zukommt an dem heutigen Tag, komme ich mit klar irgendwie.
Für den nächsten Drachen reicht. Für den nächsten Drachen reicht's, genau, ja. Und wenn 5 kommen, mach ich alleine platt. Und ja, am Morgen wacht ihr auf, als es an eure Tür klopft. Ah, ja. Labert mir auch noch wer von rechts in den Schlaf rein, oder? Sehr, sehr laut an die Tür klopft. Ja, ich stehe auf und gehe mal zur Tür und mache diese auf, um nachzusehen, was da los ist. Ja, und dann vor der Tür steht der Drache und sagt, Überraschung, nein. Surprise, surprise. Der hat hier in meinem Bett geschlafen. Der hat aus meinem Schüsselchen gegessen. Vor der Tür steht der Kneipenwirt, der so ein bisschen, naja, noch müde reinschaut, aber immerhin schon grimmig genug. Und guckt dich an, so mit so einem leicht abschätzigen Blick. Elfe, es ist Zeit rauszugehen hier. Das Zimmer muss aufgeräumt werden für die nächste Nacht, also raus. Ich gebe euch 10 Minuten. Frühstück ist auch schon fertig. Ich schlage die Tür wieder zu vor das Gesicht. Was will denn die Zimmer denn aufräumen? Und hätte er das mal gemacht? Mal Reaktion von den anderen. Weil durch die ganze Schreierei müsste inzwischen ja jeder wach sein. Oh, ne, warte, ich schlafe noch. Nein, okay, dann lass mal wieder liegen. Also ihr wollt euch wieder hinlegen, oder was? Nein, immer noch. Ich habe einen sehr festen Schlaf. Ich sag dir doch, ihr seid alle aufgewacht, dann bist du auch wach. Weißt du ja, ich dachte, du willst nicht mehr Hilfestellung geben. Das ist keine Hilfestellung, das ist ein Befehl. Das ist ein Unterschied. Du kannst ja würfeln, ob du aufwachst. Nein, er ist wach. Ist das laut genug? Ja, es ist laut genug, verdammt. Sonst hätte ich ihm einfach ins Knie getreten, dann ist er wach. Ja, was wollt ihr machen? Also, wie gesagt, ins Knie. Der Kneipier möchte euch offensichtlich aus dem Zimmer schmeißen. Ja, das soll er versuchen. Ja. Diese Gastfreundlichkeit in diesem Teil der Land lässt sehr zu wünschen übrig. Bei mir daheim hätte man einem das Frühstück ans Bett gebracht. Die frischen Backwaren. Frische Backwaren. Leckeres Croissant. Ich habe in Schiffsracks gepennt, die weniger durchnässt waren als dieses Scheißzimmer. Von daher. Aber fressen klingt gut. Fressen klingt super außen. Frühstück. Das heißt, Axt ich gehe wieder zur Tür und mache die Tür auf und begebe mich in die Gaststätte selbst. Oder sind wir sind in so einem kleinen abgetrennten Bereich, oder? Ja, das ist. Ihr seid quasi so Treppe hoch und da oben sind so Räume, wo halt die Schlafräume sind. Ja, dann machen wir mich auf dem Weg in die Gasträume. Wir begeben uns ins Speiseareal. Hm? Ja, ich pack mal meine 7 Sachen, schulter meine Axt und dann geht's auch mal esse. Ja, ihr findet unten im Speiseraum, Matta, ich nehme an, du kommst auch mit. Ja, ja. Gut. Ihr kommt unten an in den Speiseraum und dort findet ihr einen bereits gedeckten Tisch mit so, sagen wir, Speisen mit fragwürdiger Qualität vor. Zumindest scheint es nicht mehr zu leben. Also das ist schon mal... Das ist ja schon mal was. Ihr findet so ein bisschen leicht angematschte Brotscheiben und so ein bisschen leicht angelaufenen Käse und alten Braten von hoffentlich gestern. Und, ich hätte gerne einen frischen Bauersalat mit fettarmen Joghurt. Ja, der Kneipier guckt dich an und sagt, ist aus. am Tisch sitzt aber bereits wartend auf euch offensichtlich Hauptmann Celia, hast du nicht gesehen? Ich und Namen, ne? Ja. Celia, ich muss mir diesen Namen merken, ne? Ich muss mir den mal aufschreiben gleich. Hier, ne? Da. Ja, Heidmark. So, haben wir es doch. Die sitzt da bereits und guckt euch erwartungsvoll und leicht gereizt an. Grüß Gott, Holdemald. Ich hoffe, das Schlafgemach war zu eurer Zufriedenheit und ihr hattet einen erholsamen sowie wunderschönen Schlaf. Mein Schlafgemach geht euch gar nichts an. Setzt euch und ich hoffe, ihr habt nicht noch weitere Leute umgebracht. Wollt ihr jetzt wirklich mit mir anfangen zu diskutieren? Was sind sie denn so geknickt am frühen Morgen? Ich habe noch nicht mal das Essen drin und sie ziehen hier schon eine Miene. Ein guter Tag, sagt mein Vater stets, beginnt erst nach einem guten Brot. Welcher Vater? Der mein Heilige, Vater. Den ihr anbetet? Oder? Weil das ist eine Frau, soweit ich weiß. Nein, nicht der Vater. Der andere Vater. Also. Ich stimme euch zu. Brot zum Frühstück ist gut. Bier ist doch flüssiges Brot, oder? Bier.
Ja, der Kneipier oder Gastwirt oder Typ kommt an und stellt euch relativ gereizt immer noch so das Bier auf den Tisch und geht wieder weg. Celia guckt euch auch an, was? Celia guckt euch an und sagt, hoffentlich habt ihr nicht noch weitere, ja, sagen wir, Probleme darauf beschworen. Wir waren zivil. Nicht so lange ich wach war. Nicht so lange dir jemand blöd ins Bier gequatscht hat. Ja, von links. Von rechts überhaupt kein Thema. Von links kann ich das nicht haben. Das ist meine ungeschützte Seite. Celia guckt noch die Alba an und wartet auf eine Antwort offensichtlich. Ja, ja. Ja, ihr habt weiter für Chaos gesorgt, oder? Ja, sie war die Einzige, die nichts gemacht hat. Das ist richtig. Ich weiß vor allem nicht, was ich gemacht habe. Du hast nur da gesessen, im Endeffekt. Du warst ganz lieb. Ja. Ach so. Ja, wobei, du hast uns immer noch nicht die Kohle für diesen speziellen Diamanten gegeben. Also im Prinzip bist du ein Dieb. Ja, und das fällt dem Dieb auf. Wir exmatrikulieren dich aus unserer Gruppe. Du bist ab heute kein Gefährt mehr. Kehre zurück nach Mordor. Hier nicht überlassen, hier keine 4000 Gold. So. Wollen wir hier mal zu Rande kommen, Mensch? Ich bin nur ein Zwerg, ich kapier nicht, was der redet. Ich auch nicht. Ja, ihr beginnt mit dem Essen und ja, während ihr so euch das Essen reinzieht, guckt euch Celia an und sagt, ja, während ihr esst, kann ich euch ja erzählen, um was es geht. Bitte. Ich bedauere euch erneut, nicht mehr Zeit für die Vorbereitung geben zu können, aber ich brauche eure Dienste und das wie immer sehr schnell. Sie sieht euch kurz an, ehe sie weiterspricht. Eine Bekannte möchte der Gesellschaft der Kundschafter ein sehr bedeutendes Buch überlassen. Das Ganze birgt für sie ein hohes Risiko. Ich möchte euch daher nach Corvosa schicken, um ihr die nötigen Geldmittel zu bringen, die sie für ihre Flucht benötigt. Sie ist Professoranin der Magieschule dort, welche als die Akademie bekannt ist und sieht sich zunehmend wachsender Feindseligkeit gegenüber. Celia legt euch einen prallen Beutel voller Edelsteine auf den Tisch, bringt dies als Bezahlung Professor Lina Montreval an der Akademie und teilt ihr mit, dass ich euch geschickt habe. Für das Geld wird sie euch die atlantischen Lehrlingsfaden, den atlantischen Lehrlingsfaden übergeben. Sobald ihr diesen habt, kehrt nach Sandspitze zurück und zögert nicht und seid vor allen Dingen vorsichtig. Andere Gelehrte könnten daran Anschluss nehmen, einen Text zu verlieren, von dessen Existenz unter dem Dach der Schule sie gar nichts wussten. Also besprecht das Thema mit niemand sonst. Sie schiebt euch noch eine Stadtkarte von Corvosas zwischen den Tellern und Schüsseln hindurch und nickt herrisch. Heidmark erhebt sich, legt den Kopf schief und verlässt die Schenke so rasch, wie sie reingekommen ist. Oder beziehungsweise, ja, ihr annehmend sie reingekommen ist. Anscheinend hat sie eben noch andere Dinge vor. Ja, und damit, ja. Wisst ihr, worum es geht? Die Menschen in dieser Gegend reden verdammt viel dafür, dass sie so wenig tun. Mhm. Darf ich übrigens kurz erwähnen? Dass wir immer alles für die tun müssen. Ich nehme mal kurz das Säckchen, das Beutelchen. Oh Gott. Las Vegas? Viva Las Vegas. Was? Nur so eine Idee. Wir haben jetzt viel Geld. Das stimmt, aber vielleicht kriegen wir kriegen nicht mehr Geld, wenn wir das machen. Nee. Wir haben so viel Geld. Andererseits, sind denn Diamanten so ein allgemeines Zahlungsmittel? Sind da Seriennummern drauf? Verfolgen? Du kannst in die GPS oder sowas? Mach mal bitte einen Wurf auf Allgemeinwissen. Ich jetzt? Ja. Ob die GPS haben, das kann ich dir so sagen. wo habe ich denn eine Sekunde? Wo habe ich denn Allgemeinwissen? Also Wissen ist das, glaube ich, oder? Wo habe ich denn mein Allgemeinwissen? Wissen. Was weiß ich denn? Ist die Geschichte hätte ich im Angebot, oder Arcanus? Nein, dann mach mal einen Wurf auf Weisheit. Wie geht das nochmal? Du würfelst mit deinem Würfel und hoffst, unter dem Ergebnis zu sein, was du bei Weisheit stehen hast. Was habe ich denn bei Weisheit? Achso, was werfe ich denn? Schon ewig her. 20, ne? Ein 20er, ja. Und du hast 20 Weisheit plus 5 Modifikator, also. Nein, also ja, du hast 20 Weisheit. Also im Endeffekt kannst du nur verkacken, wenn du jetzt eine 1 würfelst. Um herauszufinden, ob die GPS haben. Okay. Nee, Moment, jetzt muss ich überlegen. Ein Fehlschlag wäre jetzt, wenn du was würfelst? Eine 20, genau. Dann wär's ein Fehlschlag.
13 habe ich. Ja, das passt doch. Hallo. Hallo, Flo. Hallo. Hallo, Bilko. Ich erzähle dir gleich, was so abgeht. Ja. Ja, du weißt, dass Edelsteine zwar durchaus relativ gern gesehene Handelsware sind, aber du weißt auch, dass es auffällig sein könnte, eine große Menge von diesen plötzlich einfach so zu verkaufen. Und dass jeder Händler eigentlich danach fragt, wo ihr die her habt. Ich glaube, wir sollten die nicht verkaufen. Es könnte sein, dass die Händler fragen, wo wir die her haben. Also, Flo, ganz kurz für dich zusammengefasst, der Hauptmann... Ich hätte gerne einmal kurz die IP von dem Map-Tool-Dingens. Bekommst du. Es geht darum, der Hauptmann hat euch einen Auftrag gegeben, ihr sollt Diamanten, ein Beutel voll Diamanten, oder Edelsteine, besser gesagt, zu einer Magierschule nach... nach Corvosa bringen zu einer Gelehrten, die euch dafür ein Buch gibt, was eben ihr dann wieder zurückbringt zu dem Hauptmann für ihre Gesellschaft, der sie angehört, die Gesellschaft der Kundschafter. Und darum geht es gerade. Ist recht. Hat die schon mal erzählt, was das für eine Gesellschaft ist, oder hat die das gerade einfach so ins Wort, ins... Mach doch mal einen Wurf auf Weisheit, auf Allgemeinwissen quasi. Nee, hast du Geschichte oder so? Geschichtliches Wissen? Ich hab richtig Geschichte. Was hast du denn an Geschichte? 6. Was ist denn Geschichte? 6. Wie war das nochmal bei dem Warum Buch? Warum haben Matta und Shinji so komische verpixelte Schrift da unter sich? Weil wir keine Sau lesen kann. Wenn die verpixelt ist, kann ich es auch wegmachen. Ja, ist ein bisschen verpixelt. Also Moment, das verpixelt hängt von der Größe des Bildschirms ab. Es ist so oder so verpixelt, die Scheiße. Die Fertigkeitsproben sind doch, Moment. Wie war das denn nochmal? Weiß das gerade wer? Das müssen wir nachlesen. Zu viele Systeme. Ja, da bin ich gerade auch mit zugange. Fertigkeitswürfe 34. Ich habe das gerade gelöst. Die Hintergrundmusik ist gerade wieder großartig, aber das macht nichts. Achso, ich muss einen Schwierigkeitsgrad bestimmen, richtig. Und du musst mit dem Wurf über die Schwierigkeit kommen. Also, das heißt, du würfelst einen 20, wenn ich jetzt sage Schwierigkeitsgrad 10, musst du mit einem W20 über das kommen. Aber wenn ich sage, nee, das ist doch Quatsch, du hast 6. Nee, Moment. Ich weiß es gerade echt nicht. Ihr wisst es auch nicht offensichtlich. Nee. Schön. Wie ist es denn mit der Game Master? Ja, hat zu recht. Wenn du uns nicht helfen willst, dann helfen wir dir auch nicht. Plus den Gesamtwert der Fertigkeit. Höhere Würfe sind besser als niedrige. Du vergleichst das Ergebnis mit dem Schwierigkeitsgrad. Höhere Schwierigkeiten sind schwieriger. Okay. Also so wie ich es gerade gesagt habe. Während wir noch darüber diskutieren, lieber Demis, du hast gesagt, es könnte ja sein, dass die Händler uns fragen, was wir denn mit der Kohle, woher wir die ganzen Edelsteine hätten. Das ist mir gerade so durch den Kopf gegangen. Ja, es könnte auch sein, dass es diese lebenden Händler einen Scheißdreck angehen, wo wir diese Edelsteine her haben. Die Chance könnte sein, aber wollen Sie, Herr Zwerg, Ihr gerade erreichten Ruhm schon wieder verlieren und als diebischer Dieb gelten? Wir haben gestern gesehen, was dieser Ruf wert ist. Wie viel Ruhm wir schon erworben haben. Vielleicht sind die Lauffeuer einfach ein bisschen klein in dieser Stadt. dafür, wir sollten den Weg des Gottes, der Göttin folgen und artig sein. Also, ja. Mach bitte einen Fertigkeitswurf, heißt du würfelst deinen W20, rechnest deinen Modifikator der Fertigkeit oben drauf auf das Ergebnis und dann sage ich dir, was bei rauskommt. 15 plus 6 sind 21. Okay, also, du hast von der Gesellschaft der Kundschafter gehört, das ist eine Gesellschaft, die einerseits dafür da ist, dass sie Wissen sammelt und Wissen, was wichtig sein könnte. Einfach nicht nur, weil sie einfach Bock haben auf Wissen, sondern sie wollen einerseits das Wissen sammeln aus älteren Zeiten und auch aus aktueller Zeit, um damit eventuelle Gefahren für die Bevölkerung abzuwehren. Also eine Gesellschaft, die sich dem Kampf und der Verteidigung der weniger kräftigen Leute verschrieben hat. So. Das klingt ja erstmal gut. Das ist richtig. Aber vielleicht haben die was im Schilde.
Vielleicht haben die auch was im Tee. Ich hab Honig drin. Ich hab nix, aber ich könnte nochmal einchecken, warte. Mit meiner schönen Milka-Weihnachtstasse hier übrigens. Ah, ich muss das jetzt auch machen, Moment. So, jetzt nochmal. Ich hoffe, keiner, der das Video sich gerade anschaut, schaut, muss aufs Klo. Ja. Ja, die können das Video wenigstens pausieren. Jetzt ist die einfach so abgehauen, ohne dass wir mal zum Beispiel fragen können, wo wir hin müssen, war das, ob wir eine Karte kriegen. Du hast doch eine Karte, sie hat doch eine Karte hingelegt, jetzt so mal zu gucken. Ja, hab ich nicht gehört. Matan, musst du zufällig auf Toilette, war das eine Anspielung? Nein. Okay. Nee, Ihr habt eine Karte, ihr könnt auch gerne in MapTools gucken, ich mach die Karte von Korvosar mal. Korvosar, sag doch, wie es ist. Ja, ich sag, wie es ist, ich mach die mal auf für euch. Wir kriegen da Lichtschwerter. Und das ist die Karte, die sie euch hingelegt hat. Und ach so, wir müssen nach Korsika. Und wenn ihr guckt, bei Old Korvosar, das stimmt vielleicht nicht, ich habe die Karte auch noch aus dem Netz, ohne Beschriftung. Seht ihr bei Q2, also ganz oben hinter diesem Fort, das ist die Akademie. Nochmal ist die Akademie. Das ist jetzt nur die Stadt, die ist aber schon nicht jetzt direkt nebenan, da ist schon ein Stück. Nein, ihr müsst schon hinreisen, ja. Wir müssen hinreisen, okay. Ja, die ist so ein Otto, ne? Die rennen einfach wieder weg. Vielleicht kriegen wir Pferde oder so. Ich renne erstmal, ich geh erstmal zum Palast. Das ist mir zu blöd mit der. Einfach direkt wieder abzuhauen. Weißt du, kommt hier lang, quatscht uns in der Ecke mit so komischen Rubinen und Büchern und was und zieht dann wieder weg. Weißt du, eigentlich hättest du es verdient, dass wir das Zeugs behalten. Ich finde das nicht, weißt du? Ich stimme dem Zwerg zu. Ist mir eher egal, was mit dir passiert. Ich geh mal gucken, was die Olle macht, ihr bleibt so lange hier. Kai, ich muss dich an deine Gesinnung erinnern an dieser Stelle. Ja, meine Gesinnung ist super. Was bist du, chaotisch gut? Du bist der Meinung, dass du dich gut fühlst dabei. Ja, da geht das sogar noch. Von euch ist keiner rechtschaffen. Rechtschaffen? Nee. Wir wissen, warum nicht wir gut. Das nicht sind. Ich möchte jetzt erstmal wieder zu der Frau und sie, dass die einfach so weggegangen ist, dass ich da nichts sagen konnte. Du möchtest aus der Kneipe jetzt erstmal raus und hinterher. Ja. Okay. Die anderen, möchtet ihr hierbleiben oder, ne? Hast du das Gefühl, ich lasse den allein mit der Kohle laufen? Na, die Kohle, der steht ja noch da auf dem Tisch. Die habe ich da gelassen. Achso. Nur für dich. Das hätte ich nicht gemacht. Ich gehe da mit. Okay. Noch wer? Oder möchten die anderen beiden sitzen bleiben? Ich bleib da und warte dann auf, was passiert. Okay. Ich frage mich nur gerade, wie viel wert ist das Zeug? Könnte man sich davon mit 6.000 Schwert holen? Matta, was sagst du? Ja, man könnte ja schon mal irgendwie sich in der Stadt umgucken nach einem Transportmittel, nach, was weiß ich, Kutsche, Pferde oder was weiß ich. Okay, oh, ja, das machen wir dann gleich. Also, der gute Demis, der tatsächlich auch Demis als Charakter heißt, und Bilgor verlassen die Kneipe. Damit du den Namen merken musst, wo du mit der Hauptmännin schon überfordert bist. Und ihr seht die Hauptmännin, seht ihr ja vor der Kneipe stehen, so ein paar Meter weit weg, und sie diskutiert mit ihren rumstehenden Soldaten, die irgendwie alle so ein bisschen gucken, und sie ist da am rumbrüllen. Als sie euch sieht, hört sie auf rumzubrüllen und winkt euch zu und geht auf euch zu. Hören Sie, Frau, was sind Sie eigentlich so schnell wieder abgedüst? Sie lassen uns hier einfach sitzen mit irgend so einem komischen Geschichte über einer Gewerkschaft und einen Diamanten und Büchern, und dann ziehen Sie wieder von dann, bevor wir überhaupt fragen können? Nun, ihr habt einen Auftrag erhalten, und für diesen Auftrag werdet ihr natürlich auch belohnt. Und wie kommen wir zu dem Auftrag hin? Haben Sie sich darüber gedacht? Wir müssen ja irgendwie dahin, oder ist das in fußläufiger Entfernung? Ich weiß, worauf ihr anspielen wollt. Ich kann euch leider keine Pferde zur Verfügung stellen, denn im Moment haben wir Probleme mit Piraten, und dadurch sind meine ganzen berittenen Einheiten und dadurch auch alle Soldatenpferde unterwegs. Auf hoher See im Kampf gegen Piraten. Nicht auf hoher See, außerdem bist du nicht da. Aber falls ihr euch fragt, natürlich nicht auf hoher See, aber wir vermuten, dass das Lager der Piraten flussaufwärts liegt, und wir haben uns entschieden, auf den Fußweg anzugreifen, da dies vielleicht für uns sicherer ist. Dementsprechend kann ich euch leider keine Pferde zur Verfügung stellen, aber
Die Kosten, die ihr, falls ihr euch Pferde mieten solltet, werde ich natürlich übernehmen. Falls ihr welche bekommen könnt. Was und wie sieht's aus mit einem Ochsenkarren? Hast du keinen Ochsenkarren? Ich habe leider gar nichts. Alles ist unterwegs. Es tut mir leid. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie überhaupt wissen, wo Ihre Probleme liegen, junge Frau. Nun, ein wir haben ihr habt ja jetzt nun keinen Auftrag bekommen, der irgendwie von euch verlangt, dass ihr Drachen tötet. Das habt ihr ja mit Bravour schon geschafft. Aber eine Bezahlung an einen Ort zu bringen und von dort das die Ware entgegenzunehmen und wieder zurückzukommen, stellt jetzt keinen Auftrag dar, den ich irgendwie mit besonderer Armeebewachung durchführen lassen wollen würde. Um das was, junge Frau, sondern um das wie, dass sie uns einfach hier vor vollendete Tatsachen stellen und offensichtlich alleine nichts geschissen kriegen. Aber gut, ich werde meinen Zorn zügeln. Vielleicht kümmere mich ja auch mal darum. Offensichtlich müssen wir uns auch um die Piraten kümmern. Lasst mich euch euren Zorn noch ein wenig senken. Ihr werdet natürlich auch entsprechend belohnt. Und zwar durchaus angemessen für diesen Auftrag. Junge Frau, es geht mir nicht um die Bezahlung. Lasst mich ausreden, guter Herr. Es ist auch weiterhin mir noch ein wichtiges Wort. Ihr müsst diesen Auftrag natürlich nicht annehmen. Aber falls ihr euch entscheidet, den Auftrag nicht anzunehmen, und auf die Idee kommt, hey, wir haben da einen Sack voll Edelsteine. Solltet ihr wissen, dass ihr diesen Sack voll Edelsteine nicht verkaufen solltet. Denn... Sollten? Oder... Vielleicht naja, wenn ihr euer, auf die Idee gekommen, ihn zu verkaufen, wenn von vornherein klar gewesen wäre. Ich möchte es nur ausschließen, mein Herr. Lasst mich ausreden. Meine Güte. Ihr seid dann sagt ihr doch die ganze Zeit. Ja, ist richtig. Sagen wir es nur so. Ja, siehst du, einen Satz bis zum Ende. Einen Gedanken von vorne bis hinten. Sagen wir es so. Solltet ihr auf die Idee kommen, nur falls vielleicht einer aus eurer Gruppe oder falls ihr ausgeraubt werdet und jemand diese Diamanten verkaufen möchte. Diese Diamanten sind magisch gebunden und wenn diese Diamanten oder diese Edelsteine für etwas anderes verwendet werden, als für das, wofür sie vorgesehen sind, könnte es Schwierigkeiten geben. Um nochmal auf meine Frage zurückzukommen. Ja. Sind Sie fertig? Ja, ich bin fertig, danke. Wo kriegen wir denn jetzt ein Gefährt her? Sie wohnen hier. Sie müssen sich doch einigermaßen grob auskennen. Oder ist die erste Quest des Tages, finden Sie ein Pferd? Ihr könntet natürlich auch zu Fuß gehen. Ich meine, Corvosar ist nicht so weit weg. Ihr müsst einfach nur... Irgendwie in den Augenkleider. Ihr müsst einfach... So ein Spaß. ihr müsst einfach nur den Weg folgen und ihr schafft das in einem halben Tagesmarsch dort anzukommen. Na gut. Wenn ihr jetzt losgeht, schafft ihr es vielleicht sogar noch vor Einbruch der Dunkelheit. Ich gucke auf meine nicht vorhandene Uhr. Hier. Meine Digitaluhr sagt, ich nicht. In Ordnung. Ich denke, ich denke. Also, ne? Ich habe kein Problem mit der Nacht. Ich hab Dämmersicht. Du hast aber auch längere Beine. Darf ich mich nun wieder den Geschäften zuwenden und diese Stadt verteidigen? Vielen Dank. Sie dreht nicht nur um und, sondern in ihrem Amt. Und wirft ihr nochmal so einen leicht verwirrten und ein bisschen aggressiven Blick zu. Ja, das mache ich auch. Ja, und dann geht aber sie. Noch verwirrter und noch aggressiver. Ich schüttle einfach meinen Kopf und sage, bei uns gibt es gar keine Frauen in Führungspositionen. Immer einmal mehr als sie. Ja, und sie geht weg. Ja, okay, dann gehe ich wieder zurück. Jetzt haben wir uns schon wieder über die ganze Stadt verteilt. Ja, Matta möchte mit Alba losziehen und erforschen, wo man Pferde herkriegt. Ja. Du kennst dich allerdings in der Stadt nicht wirklich aus und findest nur so ein paar einzelne Händler, die gerade morgens schon Bock haben, irgendwie Kram zu verkaufen, hauptsächlich Lebensmittel und die auch alle, also zumindest hier in der Hafengegend, alle nicht aus dieser Gegend stammen, so dass sie dir nicht wirklich Tipps geben können. Und da war die Map weg. Ja. Ja. Bitte wieder auf Sandspitze. Da sind wir gerade. Auf Sandspitze. Ich kann es auch gerne mal zeigen für die Aufnahme. Ach nee, hier. Das ist die Karte von Sandspitze. Hier ist die Kneipe, wo unsere Helden sich gerade befinden. Und so sieht das Dorf aus. Ja.
zu euch. Ja. Tut mir leid, Pata. Ja, dann müssen wir halt zu Fuß gehen. Hast du irgendwie... Du kannst nochmal, warte mal, hast du irgendwie Wissen Lokales oder sowas, oder? Bestimmt. Ich hab da irgendwie alles, was mit Wissen zu tun. ja, hab ich. Dann würfel mal eine Probe da drauf. Also ein D20, das als Ergebnis draufrechnen und dann. Ja. Läuft bei dir. Ich habe nur 2 gewürfelt. Ja, ja, ich weiß, deswegen sage ich ja, läuft bei dir. Achso. Das Jugendwort des Jahres übrigens. Okay. Ja gut, 2 plus 5 sind 7, ne? Ja, auch nach längerer Umschauphase findest du niemanden, der irgendwie dir helfen kann. Du sprichst so ein paar Leute an, aber die sagen alle entweder, ich habe jetzt keine Zeit dafür, oder sind allgemein irgendwie, sagen sie, nein, tut mir leid, ich bin Händler von außerhalb. Vielleicht solltet ihr eher ins Stadtinnere gehen, um dort nach sowas zu suchen. Am Hafen lassen sich auch schwer Pferde finden. Ja. Ja, gut, also ich würde sagen, ich weiß ja nicht, wo sind denn die anderen eigentlich gerade alle? Sind die alle noch verstreut? Leo müsste ja noch im Dings sitzen. Bin im Wirtshaus. Ja, genau, die sitzt da so rum. Muss ich die anderen erstmal wiederfinden? Nachfragen, was wir jetzt machen. Ja, die anderen stehen direkt vor der Kneipe, also das ist ja. Achso. Ja, ja. Ja, gut, dann geh ich da mal hin zurück und. Achso. Ja, ich habe leider keinen. Also im Hafen bin ich leider nicht wirklich fündig geworden. Wir müssen jetzt überlegen, ob wir jetzt zu Fuß gehen wollen oder ob wir noch weiter suchen wollen. Ich meine, ein halber Tagesmarsch ist ja jetzt nicht so. Welt. Mal einfach so eine interessenshalbe Frage. Tagesmarsch in welche Richtung? Norden, Süden, Osten, Westen? Nein. Also Osten ja nicht, weil da ist Norden. Das ist ein Unterschied? Nee, es ist jetzt nur so Spielerwissen im Sinne von, ja, wir haben im Nordosten den Piratenteil und wir müssen nach Norden. Meinst du so nach Norden? So, quasi so... Hier ist die Stadt, so hier sind die Piraten, da ist so Norden und wir gehen hier so gehen wir hier so. Also wir wissen ja noch nichts von den Piraten, weil ihr ja noch nicht zurück seid, aber. Doch, wir sind doch wieder zurück. Also ihr seid auch wieder zurück, okay. Also alle wieder in der Kneipe, ja. Um dahin zu laufen. Ich fürchte, es gibt keinen anderen Weg, als unseren beiden gesunden Füßen zu vertrauen. Oh. Dahin zu laufen. Hab ich einen Bock da drauf. Vielleicht findet man ja unterwegs was reisegefertig ist. Wir sollten uns auf jeden Fall auf den Weg machen, sonst kommen wir vor Einbruch der Nacht tatsächlich nicht mehr an. Wohin gehen wir jetzt dann schnell? Nach Korsika. Nach Korsika. Wir brauchen Platz dahin, um die Laserschwerter auf die Wand zu holen. Alter, ja. Ja. Es ist ein dynamischer Game Master, wird jetzt fix das Star Wars Regelbuch rausholen. Hauptdurchgangen nicht, oder? Weil dann würde ich dort auf euch warten. Da hört Warte am Hauptteil auf euch. Ich habe jetzt nichts verstanden, aber... Ich glaube, wir sind einfach wieder alle beisammen jetzt. Ja, ich würde am Haupttor, also am Eingang zu der Stadt Sandspitze, auf die Gruppe warten, um dementsprechend in Erfahrung zu bringen, was die werten Kollegen, Herr Priester und Herr Zwerg, in Erfahrung gebracht haben. Ich bin kein Priester, ich bin ein Kleriker. Der Herr Priester. Also du bist in der Zwischenzeit, als die anderen unterwegs waren, bist du aufgestanden aus der Kneipe raus und zum Stadttor eingegangen. Mach das nicht! Ja, dann stehst du da halt in der Sonne rum, ist mir auch egal, aber ja, okay, ja. Dann wäre wenigstens stehen braun. Dann wir sind jetzt zurück an der Kneipe und wundern uns, wo die Olle ist. Ganz genau das! Ach, die ist auch weg. Na, wo die wohl sein kommt, dann setzen wir uns nochmal rein, trinken Bier und warten, bis sie wiederkommen. Leo wird zum Dunkelelf. Wie ist dein Bein? Elo, ihr kommt zurück und stellt fest, dass Elovin nicht mehr da ist. Wo macht die nur sein? Himmel. Aber gerade als ihr so ein bisschen vor der Kneipe steht und euch ein bisschen
Wer umguckt, kommt erneut Hauptmann Heidmark auf euch zu, sagt, falls ihr eure Freundin sucht, Elowin ist bereits Richtung Stadttor. Ja, Mann, ist so. Komm, wir sollten zum Stadttor gehen. Dann können wir uns langsam auf den Weg. Ich habe meine ganzen Sachen dabei, ne? Das muss ja ein gigantischer Rucksack sein, wenn ich da das alles drin habe. Naja, okay. Dann begeben wir uns. Ich sag jetzt einfach mal, ich begebe mich zum Stadttor. Ja, ist gut. Von innen größer als von außen. Folgt mir, ich führe euch zum Tor. Ja, dann gehen wir mal. Aber. Ich ja. Mit meinem Telefon. Gehen wir zum Tor. Los, da entlang. Geradeaus. Achso, der Spielleiter ist am Telefon. Ja, ich muss kurz warten, bis das Telefonbimmeln aufhört, weil. Ne? Du kannst doch einfach auflegen. Darf ich übrigens erwähnen, unser Spielleiter hat vor, mit uns ein ernsthaftes Spiel zu machen. Ja, ich denke auch den ganzen Tag dran. Ja, ich habe auch schon Angst. Ich glaube, er macht sich so eine geheime Strichliste und jeder, der bei diesen Sessions einen Witz initialisiert, wird einfach zack, exmatrikuliert aus der nächsten Gruppe. Pro blöd im Spruch, ein Hitpoint weniger. Ja. So, okay. Ja, Sie gehen in das Abenteuer mit minus 3 Leben. Geht's halt dazu? Sie sind tot. Ihr findet euch am nordöstlichen Stadttor wieder, also naja, was Richtung Norden führt, wo halt auch die Straße lang führt, durch die ihr in den Ort reingekommen seid in Standspitze. Und ich habe den Wolf da mal hinbewegt, falls ihr euch wundert. Und da findet ihr dann auch Elowin wieder, die da schon rumsteht und in der Sonne brutzelt. Ja, du hast eine Frage? Ja. Sie ist jetzt im Dunkelelf. Diese Sandspitze, hat die nur einen eigenartigen Namen oder schuldet die ihrem Namen der geografischen Umliegenheit? Das erzähle ich dir jetzt nicht einfach so. Wir waren doch schon außerhalb auf dem Weg zum Drachen. Da muss ich auch sehen, ob das so eher so eine Waldlandschaft gewesen sei oder so eine Sahara. Nach vorne raus, also da, wo ihr gerade rausgeht, ist so leicht bewaldetes Gebiet. Und ihr seht auch, dass es nach hinten so ein bisschen dichterer Wald wird, aber es ist jetzt keine Sandwüste, nein. Also heißt es Sandspitze, weil so viele Sandburgen gebaut werden? Das, wie gesagt, verrate ich dir. Das ist nämlich das größte Hobby der Anwohner. Richtig. Habe ich denn nicht hier lokales Wissen? Nee, hab ich nicht. Deswegen haben sie auch keine Pferde und Wagen mehr, weil sie alles verbuddelt haben. Am Strand eingebunden und vergessen, wieder auszubuddeln, bevor die Flut kommt. Aber war ein lustiger Tag. Hat Spaß. Lass uns mal losgehen hier. Ja. Sonst kommen wir ja nie an. Also, wollt ihr loswandern, ja? Oder wollt ihr vorher was machen? Ja, aber haben wir sonst nichts zu tun. Okay, dann muss ich kurz würfeln, Moment. Ja. Moment, ich schleiche mal bei so einem nahegelegenen Baum gehe ich hin und reiß mir so einen Stock ab, damit ich so einen coolen Wanderstab habe. Der Baum schlägt dich. Okay. Ich schlage dich zu. Ich habe ein Sternenmesser. Oh Mann, ey. Ihr lauft eine ganze Weile so durch den Wald und das, was passiert... Außer meinem Stock. Dein Stock fängt plötzlich an, sich zu verwandeln, wird zum Drachen und frisst dich. Zur hübschen Prinzessin. Ja. Man muss nur den Stock küssen, dann kriegt man eine wunderschöne Schlange. So. Deine Schlange interessiert uns nicht. Nein, nicht so dick. So ein Kommensmann. Ihr kommt nach einiger Zeit Wanderung, kommt ihr an eine kleine Lichtung, wo ihr auch seht, dass da ein Feuer vor kurzem gebrannt habt und dass dort offensichtlich ja zumindest Lebewesen, welcher Art auch immer, dort vor kurzem sich aufgehalten haben. Und ihr seht, dass dort am Rand. Ah, das ist so dumm. Tatsächlich ist am Rand dieses Lagers, seht ihr auch. Am Rand dieses Lagers seht ihr eine Pfütze und daneben liegen diverse Knochen. Eine Pfütze, warte, das kann ich. Vielleicht solltest du mir zuhören. Ich empfehle es dir nur. Gut. Ihr seht so eine Pfütze aus einer Flüssigkeit, die ihr nicht so ohne weiteres identifizieren könnt. Das ist so eine graue, schlickige Masse. Und Einhornblut. Direkt daneben liegen diverse Knochen rum, die ihr jetzt auch nicht so ohne weiteres identifizieren könnt. Ihr seht nur, da liegen Knochen.
Was hat er denn? Ja, ich weiß es nicht. Einhornblut, das habe ich in Harry Potter gelernt. Ja, das ist die Szenerie, die ihr vorfindet. Oh, Entschuldigung. Das ist die Szenerie, die ihr so vorfindet, genau. Geil, machst du mich fertig, ey. Ey, der hat wirklich viel Kraft für den Stuhl drauf. Ich dachte aus, weil er nicht sieht. Ich hab's gleich geguckt. Das kann ja heiter werden. Der ist schon heiter. Ja. Ich hab Heuschnupfen, tut mir leid. Ich hab kurz was ins Auge. Heuschnupfen im Winter, das kennt man ja. Das ist ja diese Plage immer, bei diesen niedrigen Temperaturen, dass die Bäume dann so samen. Ja. Und los geht's. Ja, also Action. Wie gesagt, das ist die Szenerie, die ihr vorfindet. Mysteriös. Hier ist etwas passiert. Es scheint, als wäre ihr Leben in welcher Art auch immer gewesen. Was war das jetzt? Also da war so eine Pfütze und Knochen drumherum? Genau. Hast du denn nicht zugehört? Entschuldigung, ich wusste nicht. Dann stecke ich so einen Finger in die Pfütze rein. Nimm ihn raus und... Mach das mit dem Stab, wofür hast du denn? Oh, Initiative, ja, Initiative würfeln bitte. Was muss ich? Initiative würfeln. Wegen der Pfütze? Warte. Also wir alle? Alle. Wie geht das nochmal mit dem Würfeln? Gucke gerade. Nimm zum Würfeln und lässt ihn fallen. Du würfelst ein W20 und rechnest deinen Initiativewert drauf. Eine unglaubliche 3. Ja, eine unglaubliche 3 plus 3, also 6. 16. Ich hab auch zu alle. Der 11 gibt wieder an hier. Merkt euch eure Initiative bitte. Was ist das für ein Würfel? Du würfelst ein W20 und rechnest deinen Initiativewert drauf. Muss ich erstmal finden. Rechts oben. Genau, schreibt mir das dann am besten einfach rein ins Map-Tool. Achso, ne, beim G. Beim G ist Initiative. Genau. Ah, da. Ich bin zum Glück 4. Boah, Mata ist auch so eine Angeberin. Immer diese scheiß Elfen. Also, Elo ist mit 20. So still auf einmal. Ja, wir konzentrieren uns auf Spielen. Wir ja. Gut tun. Also. Wenigstens sag's mal einer. Haben alle ihre Initiative ausgerechnet, ja? Da fehlt irgendwie noch, oder? Nee, okay, alles gut. Ja, das ist dann für die zweite Runde, denn in der ersten haben wir eine Überraschung. Vielen Dank, Shinji. In der ersten haben wir eine Überraschung, weil Kai meint, er müsste in diese Masse einfach mal einen Stock reindrücken. Was Pütze immer clever ist. Ja, ist richtig. Plötzlich bewegt sich diese Masse und krabbelt blitzschnell den Stab hoch. Und es ist eine Art Hand, formt sich aus dieser Flüssigkeit und packt dich am Arm und hält dich fest. Das ist cool. Fürs Protokoll. Hä? Bitte? Fürs Protokoll. Ew. Ew? Ew. Oh, das soll ein Ausdruck sein. Achso, ja, genau. Und du spürst aber auch, trotz dass das eine Flüssigkeit ist, offensichtlich, dass die ziemlich viel Kraft hat, dich festzuhalten. Und du wirst dich nicht ohne weiteres bewegen können. Also zumindest weglaufen wirst du nicht können. So, okay, Initiative. Wer war als erstes dran? Ich glaube, Elovin, genau. Okay. Guck ja, mal, was ich bring vor und nimm mein mächtiges Wochenschwert und stich da mal in diese Masse rein. Okay. Ein D20 vermute ich mal, oder? Ja. Kämpfen wir gerade gegen den obligatorischen RPG-Schleim? Na, das ist schon noch ein bisschen was anderes. Moment, ich muss kurz was gucken. Du musst nicht nur
einen Angriff würfeln, du musst auch noch was anderes würfeln. Ich muss kurz gucken. Was hier natürlich nicht drin steht, sondern wieder in einem anderen Buch. Das ist ein bisschen blöd daran, dass das zwei Bücher sind, weil manche Sachen stehen hier drin, manche stehen in dem anderen. Das ist so ein bisschen doof, aber naja. Kann ich das sonst noch revidieren und den Demon jetzt einfach auf der Schulter nehmen? Oder? Nein. Okay. Gesagt ist gesagt und getan. Du hast einen Reflexwurf-Modifikator. Irgendwo Reflexwurf plus 2. Würfel bitte einen W20 plus 2 und dann sage ich dir, ob das gelingt und dann sage ich dir, was bei rauskommt. So, okay. Ihr habt alle. Ihr musstet da ja mit einem Stock reinpieken. Wir ist ein wunderschönes Wort. Wir. Du versuchst diese graue Masse zu schlagen mit deinem Schwert und dein Schwert führt einfach nur so hindurch, es flutscht einfach nur hindurch und du triffst nicht wirklich. Du siehst aber, dass sich Teile also diese Flüssigkeit sich auf dem Schwert absetzt und plötzlich bröckelt leicht schon das Metall an dieser Stelle ab, wo du das berührt hast. Yep. Also da stecke ich meine Axt nicht rein, so viel ist sicher. Was ist denn das für ein mächtiges Schwert, wenn das an so einem Schleimi da schon zerbröselt? Ich hasse ja, bei D&D gab es auch so Monster, die waren so kacke, weil die dir alles vom Körper weggerostet haben. Nee, das tut das hier nicht, keine Sorge. Das ätzt. Das rostet nicht, das ätzt. Ja, weil... So, gut, ja, du bist vorbei. Der nächste wäre dann Matta, bitte. Ja, ich würde mal mich mit dem Zaubertrick Kältestrahl versuchen, an dem Viech. Ja. Oh, gute Idee. Ich weiß aber nicht, was ich tun muss. Ich habe das schon wieder vergessen. Ich gucke kurz, warte. Ja, er kennt sich aus. Er hat das im letzten Spiel etwa 4-mal gemacht. Nicht einmal getroffen, möchte ich an der Stelle. Ach so, das ist das Spielleiterbuch, das Heldenbuch. Magier. Kältestrahl. Du schießt einen Strahl aus Eis aus deinem Finger. Führe einen Berührungsangriff im Fernkampf aus. Wenn du triffst, erleidet die Kreatur einen W3 Kälteschaden. Seite 58. Berührungsangriff aus Fernkampf. Manche besondere ignorieren Rüstung und Schilde. Du musst deinen Gegner bei diesem Angriff nur berühren. Dies nennt man Berührungsangriff. Wenn du einen Berührungsangriff ausführst, erhält der Gegner keinen Rüstungsbonus und keinen Schildbonus auf seine Rüstungsklasse. Es ist also leichter, ihn zu treffen. Ein Berührungsangriff ist entweder ein Berührungsangriff im Nahkampf oder ein Berührungsangriff im Fernkampf, bei dem du deine Boni wie bei gewöhnlichen Angriffen im Nah- und Fernkampf addierst. Also, du würfelst einen W20 und rechnest deinen Fernkampfwert oben drauf. Und ich sag dir, was passiert. Das ist schon mal ziemlich gut. Fernkampfangriff 4, das sind 10. Ja, der Eisstrahl löst sich aus deinen Fingern, beziehungsweise aus deinem Zauberstab, fliegt auf das Vieh zu, aber du triffst eine sehr dicke Stelle und es schüttelt das Eis leicht, also die eingeeisten Teile einfach ab, ohne dass es weiter Wirkung hat. Okay. Dann ist dem ist dran. Genau. Ich zücke mein Sternmesser. Das war so klar. Egal was kommt, ich nehme dieses Sternmesser. Und ich ziehe meine Waffe. Und und schmeiße es rein, weil ich es nicht mache. Sternmesser. Auf des Mondes. Und dieses, auf diesen Arm, der meinen Arm festhält, ein. Ja. So quasi so. Rücke. Ja, ist schon klar. Ja. Ja, okay. Dann bitte mach einen W20-Wurf. Sehr gerne. Plus irgendwelche Nahkampf. Wünsche? Ja, plus Nahkampf oben drauf, ne? Vergiss das nicht. Moment! Plus Nahkampf. Ja. Dann bin ich bei 21. Moment, 20 ne, explodieren gibt's nicht, ne? Nein, wir sind nicht bei Savage Wars. Schade, dann habe ich 21. Okay. Dann würfel bitte ein W4 ist das, glaube ich, ne? Ja. Ja. Moment, ich dachte beim Treffen die. Ah, ne. Du hast keine 20 gewürfelt, ne?
21 habe ich gewürfelt. Ja, dann kriegt der. Du hast, nein, du hast keine 20 gewürfelt. Du hast 21 insgesamt das Ergebnis. Nein, ich hab eine 20 plus A. Ich habe nur 1 Nahkampf. Ach so, ja, dann hast du. Dann hast du gekrittet. Dann hast du gekrittet. Dann kriegst du noch ein W6 oben drauf. Also würfel okay. Ein W4, ein W6 und dann haben wir deinen Schaden. 3 und 5. Nee, beziehungsweise stimmt nicht. Du musst 3 W4 würfeln. So, bitte, nochmal. Sorry. 4. Ja. 4. Ja. 3. Okay, das sind 11. Also. Und dann bitte nochmal einen Wurf auf Reflex. Das heißt, du würfelst dein W20 plus den Reflexwurfmodifikator oben drauf. Wo hab ich denn Reflex? Da oben. Oh nö. Das ist nicht so viel. Dann habe ich 6. Moment. Das ist. Ich glaube nicht, wie viel das zu lesen ist, Freunde. Das ist furchtbar. Doch. Lass uns nur mal gucken. Das kommt mir doch recht schwer vor. Reflexbewegung, 31. Es kommt mir recht schwer vor. Da ist Böses im Busch. Kreatur in der Tiefe. Ja, aber ich habe mit 21 getroffen und gekrittet und dann 11, also da muss schon... Das hat damit nichts zu tun. Also, so legst du Rettungswürfler ab. Würfler 1 wie 20. Grundbonus auf den Rettungswurf. Attributsmodifikator. Plus 20. Ah. Attributsmodifikator fehlt noch. Was haben wir denn da für ein Attribut wohl? Hm. Ich geh mal fix was kochen. Nix, du bleibst hier. Ich trete dir ins Gesicht. Hab auch Hunger. Beziehungsweise das Vieh tut das. Jo, ihr könnt euch gleich was zu essen holen, wenn wir Pause machen. Das war nur ein Scherz. Das ist ja kein Problem. Ihr könnt gerne essen währenddessen. Das stört mich nicht. Reflexwurf. Erstmal du kannst ja rumkommen. Spülst du ab und ich koche uns was. Attributsmodifikator. Okay, das muss ich dann quasi wohl entscheiden. Jo, dann würde ich sagen, ist das ein Geschicklichkeitswert. Also, was hast du insgesamt, wenn du deine Geschicklichkeitsmodifikator nur oben drauf knallst? 6. Plus Reflexwurfmodifikator. Also, die drei. Das kann doch nicht weniger werden! Ich hab minus 1 Geschicklichkeit und minus 1 Reflex. Das ist natürlich gut. Also hast du ein Ergebnis von 5, ja, das läuft bei dir. ja, also. Du nimmst ein Sternmesser und ziehst es einmal durch das Vieh durch. Und das Vieh, ja, scheint irgendwie schmerzhaft zu reagieren. Es fliegen auch eine andere farbige Flüssigkeit offensichtlich irgendwie weg. Und du merkst allerdings auch, dass da, wo du das Vieh berührt hast mit deinem Sternmesser, leichte, ja, dass das leicht so anfängt, zu sich aufzulösen. Ja. Cool. Gut, dann wissen wir jetzt, man kann damit Stichschaden machen. Ja. So, der nächste bitte. Das wäre dann... Jo, es gibt ja noch verschiedene Schaden. Das wäre dann ich. Fortgang, korrekt. Ja, Ist jetzt schwer, wir haben nichts aufgestellt, deswegen weiß ich nicht, ob ich es flanken kann oder nicht flanken kann. Naja doch, das kann ich dir sagen. Ihr standet ja relativ nah beieinander und du stehst auch so, dass du das Vieh nahkampfmäßig angreifen kannst. Also du kannst ohne Probleme hinter das Ding quasi gehen. Gut, dann flank ich die Bitch. Okay. Ist jetzt mein Arm eigentlich... Ne, mein Arm ist nicht befreit. Dein Arm ist nicht befreit. Also, obwohl ich da drauf gestochen habe. Okay. Ja. Nahkampf, also... Plus 2, dann nochmal plus 2, wegen Flanken. 20. Jo. Also insgesamt. Insgesamt, ja. Das sind, ja, okay. Und dann bitte einen Schadenswurf. Genau, einmal W8 und einmal W6. So viel Schaden. Flanken. Nein. Ach ja, Flanken. Ja. Ich erinnere mich. Warum glaubst du, bin ich ein Zwergenschurke? 7, okay. Und nochmal 10 Schaden. Nochmal 10, okay. Das Viech zuckt zusammen und lässt tatsächlich Demis los. Erneut spritzt eine andersfarbige Flüssigkeit davon weg. Und dann bräuchte ich jetzt noch einen Wurf auf Reflex, also das heißt W20 plus GE plus Reflexmodifikator. Also nur Reflex? Nein, Reflex und GE.
Beides zusammen. Okay, wow, das ist ja nett. Ja, außer du hast da minus 1 stehen bei beidem. Dann nicht. Das ist so, nee, aber das habe ich nicht. Ich habe einen Geschicklichkeitsmod von 3 und einen Reflex von 5. Mhm. Ja, du ziehst deine Waffe auch so schnell durch das Vieh durch, dass du bemerkst, dass da keine große Schäden an deiner Waffe verursacht werden. Okay, das war... Nimm das, Drachensperma! Jetzt wäre noch Grasuk, aber vorher ist das Vieh dran. Das Vieh hat zwar Demis losgelassen, ist aber immer noch, also so, hat immer noch so eine ballförmige Geschichte, die sie jetzt plötzlich ausholt und auf Demis runterprallen möchte. Nein! Und da brauche ich gar nicht fragen. Allerdings ist das Vieh offensichtlich, ja, dadurch, dass es keine Augen hat, nicht ganz so clever und haut einfach nur auf den Boden. Darf ich ganz kurz einen Einwurf machen? Ja. Der Buff aus dem letzten Abenteuer ist wahrscheinlich weg, ne? Der letzte Buff aus dem letzten Abenteuer ist weg, ja. Dann sollte ich das hier auch aufschreiben. Das solltest du wohl. Ja, was möchte Bilgo machen so? Was macht der Bilgo wohl? Ich guck. Ich bin ja nicht ganz auf den Kopf gefallen, ne? So ist ja nicht. Ich trete drauf. Es hängt noch an seinem Arm, sehe ich richtig. Nein, das hat ihn losgelassen. Und hat jetzt gerade so auf den Boden gehauen. Mit so einem Ball. Und das liegt jetzt da auf dem Boden und glibbert vor sich rum. Genau. Dann möchte ich mit meinem schweren Stahlschild flach draufschlagen. Okay. Dann, oh Gott. Dann mach mal bitte, ja. Dann mach mal bitte eine Nahkampfprobe. Warte. Was hab ich denn da? Nahkampf plus 3, 18. Okay. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, okay. Das Vieh wird durch deinen Schildschlag, ja, platzt das an der Stelle auf. Ja, der Schlick verteilt sich, läuft dann aber zusammen und läuft wieder zu dem Rest dahin und scheint ihn jetzt nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Okay, ein Versuch war es wert. Klar. Es ist ein T-1000. Ja. Auf alle Fälle besser, als immer nur stumpf drauf einzuhacken. Das ist so. Ja, nö, ist richtig. Ja, dann ist seit nächste Runde bitte wieder Elovin als erstes. Das ist jetzt geflankt. Ja. Was ist es jetzt genau? Flankiert. Plus 2. Flambiert. Flankiert. Ach so. Das okay. Heißt, du greifst es jetzt, also du kriegst plus 2 auf deinen Angriff. In den Feuer ja, da mein Schwert eh schon bröckelt, stecke ich es halt nochmal in die Brühe. Gut! Bist du. Okay, ja, nee, okay. Dann bitte würfel ein W20. Okay. Plus dein Nahkampfwert sind 19. Achso, plus 3. Nahkampf. Das sind 20, das macht keinen großen Unterschied. Okay. Und dann bitte einen Schadenswurf. AD20, ja? Nee, dein Schadenswurf ist, steht bei deinem Schwert. Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Ich glaube, ein W6. W8. Ein W8 sogar, ja. W20 wäre ein geiler Schadenswurf. Ich habe 30 W20. Zwei, okay. Und dann bitte dein Wurf auf Reflex. Also das heißt, ein W20 plus deine Geschicklichkeit plus dein Reflex. Okay. 15. Und Geschicklichkeit habe ich Attributwert auch 15. Nein, dein Modifikator plus. Genau, plus 2. Und was haben wir noch gesagt? Und Reflex. Reflex, genau. Reflexwurf plus 2. Okay, also plus 4 also nochmal. Okay, ja, du schaffst es gerade so, dein Schwert so schnell durchzuziehen, dass sich das Vieh nicht daran festsaugen kann und dein Schwert ist noch heile. Ich sage dir dazu, das war jetzt dafür, dass ich das letzte Mal den Fehler gemacht habe. Dadurch sind wir wieder ausgeglichen, weil das hätte normal nicht gereicht. Normalerweise wäre dein Schwert jetzt kaputt, aber da ich letztes Mal das mit dem GE-Modifikator vergessen habe,
Ne? Okay. Der nächste ist dann Matta. Ey. Matta vibriert auch erstmal. Matta, du bist dran. Brrrr. War das bei mir? Keine Ahnung. Oh, Entschuldigung, wirklich schlecht. Ja. Machen wir denn Schönes. Ich glaube, ich stelle mein Handy auf lautlos. Ding, ding. Der Magier überfordert mich immer noch ein bisschen. Ja, ich denke, greif dann auch einfach an mit meiner Armbrust. Habt ihr nicht irgendwelche Spells, die irgendwas können? Matta, was hast du eigentlich für Spells? Was hast du denn vorbereitet heute? Das haben wir noch gar nicht festgelegt, deswegen lasse ich dich mal. Nee, du hast ja heute ist neuer Tag, deswegen kannst du neu vorbereiten, deswegen lasse ich dich jetzt mal, ich bin so nett. Achso. Weil ich es auch vergessen habe. Das hast du dann noch im Hotel vorbereitet oder in deinem Laden da halt. Ja, was kann ich denn? Hast du die Magie-Dinger da? Ich hab die hier stehen, aber ich sehe gerade nicht, was die können. also, magisches Geschoss klingt ganz gut. Du verschießt ein Geschoss aus magischer Energie, welches einen Gegner automatisch trifft und einen W4 plus einen Schadenspunkt verursacht. Das ist natürlich nicht so viel, ne? Aber auf jeden Fall automatischer Treffer, ne? Und mindestens einen Damage, also mindestens zwei Damage. Naja, okay, dann ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, dann nehme ich das. Okay, und was? Du hast nur einen? Ne, du hast zwei, ne? Zaubersprüche. Du hast so nur einen. Ne, du hast nur einen, glaube ich. Demis hat irgendwie drei oder so, ne? Ja, okay. Okay. Okay, dann magisches Geschoss. Dann, dann kannst du den jetzt auch. Ja, genau. Ein W4 und dann plus eins. Ja gut, du hebst deinen Stab und murmelst eine magische Formel. Ein Energieblitz löst sich daraus und trifft das Vieh. Es zuckt leicht, aber offensichtlich nicht schwer beeindruckt von deiner Tat. Aber immerhin blubbert es ein bisschen, bevor es aufhört. Aua. So, dann als nächstes Büte. Ich wäre das. Demis, genau. Jetzt muss ich eine Sekunde mal was schauen. Dun, dun, dun. Ja, ich weiß, das hätte ich auch gerade vorbereiten können, aber nicht schlimm. Kann das auch so. So, und zwar, nein, ich mach das einfach, das hat ja alles keinen Quatsch so. Hat ja alles keinen Sinn so. Was möchtest du denn machen, mein Kind? Ich möchte, ja, ich stech das Ding einfach ab. Mit deinem Schmetterlingsschwert-Dings-Kram. Ne, diesmal mit meinem coolen Offizier-Rapier. Du lernst das nicht. Okay, dann würfel bitte ein W20 plus Nahkampfwert und dann sage ich dir, ob du triffst oder nicht. 19 plus 1. Jupp, damit triffst du. Dein Rapier hat was für einen Crit-Wert? Hat er bei 19 und 20 und dann zweifachen Schaden. Also crittet er und du würfelst 2W6 als Schaden. Exakt, so ist es. Und dann haben wir eine 1. Ja, Wahnsinn, natürlich. Und noch eine 1. Ja, Mensch, das hat sich ja gelohnt. Läuft. Meine Güte, bist du gut. Da freue ich mich doch jedes Mal. Oh Mann, ey. Ja gut, okay, dann bitte dein Wurf noch W20. Ist dafür ein Erfolg oder so? Reflex, nein. Dafür gibt es eigentlich einen Arschtritt von der Gruppe, aber okay. Exakt das gleiche wie letztes Mal. 7 gewürfelt, -1, -1 ist 5. Ja, und damit saugt sich der Schleim ein wenig an deinem Rapier fest. Und es bröckeln leichtes Metall ein bisschen ab. Das ist nicht schlimm. Okay. Ja, so machen wir das Vieh kaputt. So. Und zwar mit der klassischen 1. Ja. Hast du echt eine 1 gemacht? Da kenn ich nichts. Ich würfel ja im Tool. Ach so. Ja, dann bist du nämlich jetzt auch dran. Ja, aber weißt du, ich hab die Klappe aufgerissen, das heißt, ich verbox. Natürlich. Ja, nee, 21 läuft. Okay, dann bitte einen Schadenswurf.
Gut, einmal D8, einmal D6. 9. Das ist gut. Warte mal, wenn der Zwerg mir gegenübersteht und er flankiert, dann flankiere ich den doch auch automatisch. Du hast ja, du hättest zwei Zusatzpunkte gehabt. Ist korrekt, aber du hast es mir nicht gesagt. Ja, ist mir auch jetzt eben erst eingefallen. Aber ändert nichts dran, weil er eh getroffen hat. Das nächste richtig, Runde. Aber er hätte noch mehr Schaden gemacht, aber von daher. Ja, der hat drei Schaden gemacht. Ach, man macht auch mehr Schaden, wenn man flankiert. Wieso machst du denn einen W8 und einen W6? Ja, weil ich Schurke bin. Das ach so, ist, das ach, ist weil du Talent. Flankierst. Wenn du flankierst, machst du extra W6 Schaden, okay. Ja, das ist der geheime Angriff. Ja, genau. Okay, nee, deswegen, dann hätte er das nicht gemacht. Nee, dann hätte es nichts geändert. Und dann bitte einen W20-Wurf mit deinem Geschicklichkeit- und Reflexmodifikator. 26, okay. Du ziehst deine, was ist das, eine Axt hast du, ne? Axt, ja. Ja, du ziehst deine Axt durch das Vieh extrem schnell und es spritzt wieder diese andere Flüssigkeit und auch erneut hat sich das Vieh nicht an deiner Axt festhalten können. Das Vieh zittert jetzt schon langsam und es erhebt sich nochmal so ein bisschen und scheint nochmal ein bisschen Kräfte zu sammeln. Und damit ist es auch nämlich auch dran und macht einen Angriff, aber diesmal auf Shinji, der ihm am meisten wehtut. Das findet er nämlich uncool. Oh. Voll nett, Ralf. Also das plus... Das sind... Wie viel, was hast du für einen Rüstungswert? 17. Ja, läuft. Und dann haben wir... Oh Gott. Oh nein, es trifft. Den... Oh, Alter. Okay, 9. 9 Schaden. Das Vieh... Tötet mich. Nein, das war, du hast ja wohl mehr als 9 Trefferpunkte, oder? Wie gesagt, ich bin ein Schurke. Ja, wie viele Trefferpunkte hast du? Weniger. Ernsthaft? Ja. Moment, oh, cool. Ich muss kurz gucken, was ich hab. Läuft bei dir. Dann nochmal, wo hab ich denn das? Ich habe das doch aufgeschrieben. In der Sparte F. Trefferpunkte. 8. Ja gut, dann bist du ohnmächtig. Du bist nicht tot, aber ohnmächtig. Du musst gleich nochmal gucken, wie das ist. Haben wir nicht jetzt dann wieder Auferstehungstrank? Haben wir auch. Also von daher, ihr habt noch zwei Rollen oder eine Rolle zumindest. aber erstmal komplett dieses Vieh... Ja, das auch. Das Vieh erhebt sich zu einer gigantischen Kugel, die auf Shinji niedersaust und ihn komplett unter sich beerdigt. Als sich die Flüssigkeit dann wieder zurückzieht zu dem Ursprungspunkt, wo es herkommt, seht ihr nur, dass Shinji schwer verwundet und da liegt und sich verdammt, nicht mehr rührt. Verdammte Facehacker. Tod, Zustand, 94. Tod, Zustand. Es sind so viele Regeln. Das ist tatsächlich so eines der Punkte bei Pathfinder. Pathfinder hat unfassbar viele Regeln. Wo ist denn hier mal Kampf? Möchte ich bitte haben. Kampfunfähig, Zustand 94. Ne, das habe ich doch schon. Abenteuer aufbauen. Moment, das steht, glaube ich, bestimmt hier in dem Heldenbuch. Tut mir leid. Kampf 53. 53. Kampf. Freie Aktion. Zeitablauf im Kampf. Einen Angriff ausführen, Deckung, Angriff, Schaden, Zauber und kritische Fehlgeschlagen aufgrund von Tarnung, Tarnung ignorieren, Trefferpunkte. Wenn deine Trefferpunkte einen negativen Wert entsprechend deiner Konstitution erreichen, das heißt, wenn du, wie viel Konstitution hast du? Also Konstitutionsmodifikator meinst du, oder? Ja. Nein, Konstitution. Achso. 17.
Okay, dann, wenn du bei minus 17 bist, dann stirbt dein Charakter. Vorher ist er nur kampfunfähig, also er liegt da. Minus 17? Minus 17 musst du erreichen, bis dein Charakter stirbt, ja. Und boah. Wenn du genau 0 Trefferpunkte hast, bist du kampfunfähig und verlierst du im Anschluss einen Treffer-Punkt, sofern diese Aktion dich nicht teilt. Du kannst dann während deines Zuges nur eine Bewegungsaktion oder eine Standardaktion. So, sterben, negative Trefferpunkte. Wenn sich deine Trefferpunkte im negativen Bereich befinden, aber noch nicht deinem Konstitutionswert entsprechen oder diesen überschreiten, liegst du im Sterben. Wenn du im Sterben liegst, wirst du bewusstlos und kannst keine Aktion ausführen. Jede Runde muss dir ein Konstitutionswurf gegen Schwierigkeitsgrad 10 gelingen, um nicht einen Trefferpunkt zu verlieren. Bei diesem Wurf hast du einen Malus in Höhe deiner negativen Trefferpunkte. Wenn dir der Wurf gelingt, bist du zwar immerhin noch bewusstlos, aber stabil und verlierst keine zusätzlichen Trefferpunkte mehr, solange du keinen weiteren Schaden erleidest. Eine natürliche 20 bei diesem Wurf ist ein automatischer Erfolg. Andere Charaktere können dich mit einem Wurf auf Heilkunde gegen SG 15 stabilisieren. Ferner stabilisiert dich magische Heilung, selbst wenn sie dich nicht über 0 TP bringt. Sobald du stabil bist, kannst du dich natürliche oder magische Heilung wieder auf die Beine bekommen. Bei 0 Trefferpunkten oder mehr erlangst du dein Bewusstsein zurück. Weißt du Bescheid? Jo. Also ein Konstitutionswurf dann in der nächsten Runde und wenn du den nicht geschaffst, dann kriegst du einen weniger und so verlierst du dann immer weiter, bis du irgendwann tot bist, wenn du nicht geheilt wirst irgendwann. Bilgo macht das Vieh platt. Okay, dann ist Bilgo auch nämlich dran. Ja, was soll ich denn machen, Mensch? Meine Axt ist mir wichtig. Offensichtlich sind die Waffen der anderen denen nicht so wichtig. Oh, ich hau da was rum. Ja, ich habe immer schnell genug Zucker holen. Was hätte ich denn machen sollen, Mensch? Ja, keine Ahnung. Irgendwas hier mal einfallen lassen. Du bist doch voll der intelligente... Ja, aber ich habe schon geguckt, aber ich habe nichts Gescheites, womit ich zaubern kann. Also, zaubern schon mal nicht, aber ich habe auch nichts Gescheites, womit ich arbeiten kann. Sternenmesser. Draufhauen. Darf ich dir einen Tipp geben, Demis? Bitte. Nicht mit einem Stock in irgendwelche Sachen reinpieken. Weißt du, das Spiel schießt einem aber auch jedes Mal ins Bein, wenn man mal ein bisschen was machen will, weißt du? Man kann in diesem Spiel echt nichts machen, außer geradeaus einfach die ganze Zeit, ja, einfach bleibt man stehen, weil selbst wenn man geradeaus läuft, dann tritt man auf den Stein, alles stirbt und ich so. Sag dir mal man was. Wird gar nicht dazu ermutigt, mal irgendwas zu entdecken, noch was zu auszuprobieren, noch was zu erforschen. Ich man kriegt direkt was. Auf die Fresse. Richtig. Nein, ich sag dir mal was. Der Punkt ist, ich habe hier eine Liste erstellt mit 10 zufälligen Begegnungen, die euch passieren können. 5 davon gut, 5 davon schlecht. Und naja, ich habe eine 1 gewürfelt und 1 ist das Schlechteste, was passieren kann. Entsprechend ist die Begegnung natürlich auch extrem kacke. Das ist ja jetzt nicht nur heute, das ist ja fast immer so. Dass wenn man irgendwas Cooles machen könnte, ja. Und man das dann macht, kriegt man aufs Maul, weil dann auf einmal, weiß ich nicht. Immer nur die falschen Sachen. Selber vor einem steht. Ihr macht immer nur die falschen Sachen, das ist das Problem. Ihr steht vor einer Mauer und habt einen Schwebetrank. Anstatt diesen Schwebetrank zu benutzen, da hochzufliegen und hier. Einfach mal cool, yeah, ich bin Jesus, damit sagt ihr, nein, wir klettern alle und wenn wir 20 mal runterfallen. Ich werde damit nicht, ich überhaupt nicht gar nichts zu tun. Don't hate the player, hate the game. Nein, das stimmt auch nicht. Hate the player in dem Fall. Nicht the game. Weil das Spiel kann nichts dafür, wenn du nur Quatsch machst. Ich hab das, bei dem Klettern-Geschichte, da bin ich hochgeflogen. Oder hab gewartet. Ich hab nichts gewartet. Immer sage ich, irgendwo meine Attribute an Nutzen und Fertigkeiten. Wir klettern am meisten Punkte. Ja, aber wenn ich mit dem Schwebetrank hochfliegen. Warum? Ja, gut. Egal. Muss mir beweisen. ja, immer noch Bilgo am Zug. Ja, meine Güte, ich kann ja nicht viel anders machen, als das Vieh aber mal zu boxen, ne? Also, jetzt mal Butter bei Fische, ja. Dann hau ich's jetzt halt. Dann hau. Ja, mach ich auch. Ist mir gar nichts zu sagen. 22. Okay, dann bitte einen Schadenswurf. Was hab ich denn eigentlich? Oh, Mensch, immer dieses lange Pause zwischen den einzelnen Runden. Ja. Und ich glaube plus 1, weil du ein Zwerg bist oder so. 6, okay. Dann bitte einen W20-Wurf auf plus Geschicklichkeit plus ne? Reflexmodifikator. Moment. Jupp. Das wird nicht viel. Wo ist mein Reflexmodifikator?
Oben rechts. Oben rechts, genau. Ja, und ich eine glatte 6, ne? Insgesamt? Ja. Das ist ja nicht so viel. Ja, du haust mit deiner Axt mitten in diesen Pool rein und der Schleim wibbelt so hin und her. Aber du brauchst natürlich einen Moment, die Axt wieder hochzuziehen und du siehst, dass sich schon so leicht der Schleim in das Metall reinfrisst. Ja, finde ich gut. Jo, findet keiner gut, glaube ich. Gut, dann nächste Runde. Dann fängt wieder an, Elovin, bitte. Ich ziehe jetzt meinen Bogen. Kann ich schon damit angreifen oder ist damit dann meine Phase vorbei? Damit ist dein Zug vorbei. Passt. Dann bitte Demis, glaube ich, ne? Nein, Matta zuerst. Matta. Ja, ich werde wieder in das magische Geschoss benutzen und ja, werde wieder würfeln. Also wieder ein W4 plus mehr und wieder immerhin 3 Schaden. Ja. Du hebst deinen Stab, murmelst die magischen Worte und das eine Kugel löst sich, die auf das Vieh zufliegt und mitten in diesen Pool hineindrifft. Es gibt eine elektrische Entladung. Der Pool scheint auch leicht zu rauchen, aber das hört sofort wieder auf und dann geht es weiter mit dem ist jetzt. Habe ich das verstanden? Danke. Dass ich jetzt einfach den Zwerg heilen könnte? Du kannst den Zwerg heilen, ja. Ja, dann mache ich das glatt. Dann bitte, muss ich kurz gucken, wie das geht. Ja, ich guck auch mal gerade hier. Ich wollte gerade sagen, Leute, ich sterbsel hier ein bisschen. Ein W8 muss ich werfen. Moment. Lass das mal den Papa machen. Was möchtest du denn überhaupt machen für einen Spruch? Leichte Wunden heilen heißt der. Leichte Wunden heilen haben. Oder muss ich ihn erst stabilisieren? Hier. Nein, du kannst ihn heilen und damit stabilisieren. Wenn er wieder über 0 kommt, wird er wach und wenn du erfolgreich bist und aber nicht über 0 kommst, ist er stabilisiert. Er ist jetzt bei minus 1, wa? Du berührst deine Leben und heilst einen W8 Trefferpunkte. Ach, das ist gar keine Probe und nix. Okay. Ja, wie viel hast du gewürfelt? Ich habe noch gar nichts gewürfelt, aber ich würfel jetzt eine 7. Gut, dann hast du 6 Lebenspunkte offensichtlich wieder. Und durch die, als dich Demis berührt und spürst du, wie dein Körper durch neue Energie durchflossen wird und du öffnest die Augen. Und darf ich noch was nachreichen? Ja. Es ist ein W8 plus Klerikerstufe. Das stand in der nächsten Zeile. Also ein W9. Also insgesamt hast du 7 Lebenspunkte. Okay. Ja. Aber ich vermute, ich brauche eine Runde, um wieder aufzustehen. Du brauchst einen Moment, um wieder aufzustehen, korrekt. Ja, du bist auch dran. Eben, dann stehe ich auf. Nein! Unglaublich. You don't say. So. Und ich fluche vor mich hin. Damit ist das Viech dran. Es scheint zumindest zu spüren, dass du wieder stehst. Und der steht wieder. Und möchte erneut auf dich einprügeln. Was hast du für eine Rüstungsklasse? 17. Ja. Und es erhebt erneut eine Ball auf dich und der saust auf dich nieder und trifft dich erneut mit voller Wucht und schlägt dich nieder. Also bei dir läuft. Das ist jetzt ein bisschen fies von mir, aber das macht nichts. Fies gar nicht. Ja, okay. 11 Schaden. Als du gerade dabei bist aufzustehen, holt dieses Vieh aus und trifft dich erneut mit voller Wucht und du fliegst einen Meter nach hinten und erneut verlassen dich die Lebensgeister. Dann hast du jetzt minus 5. Minus 4. Nee, minus 4, okay. Bei dir läuft! Also ich fühle mich jetzt ich fühle mich jetzt gerade wie der Bade in The Gamers 2. ja, dann Bilgur, bitte. Ja, meine Güte, dann hau ich's halt mal wieder, ne? Mhm. Hast du nicht was anderes zum Druffhauen? Ich hab schon mit meinem Schild zugeschlagen. Das wäre eine 5. Du hast wieder mit deinem Schild zugeschlagen? Und eine 5. Nein, mit meiner Axt. Ach, mit deiner Axt. Aber du hast das Schild gesagt. Aber ich hab nicht getroffen. Nicht, er hat nur das Schild. Wer sagt denn, was hast du gewürfelt? Du hast eine 5 gewürfelt und was hast du noch an Modifikatoren? Das ist, nein, ich habe eine 2 gewürfelt. Ja, okay. Würfel Schaden bitte. Fuck,
Ich treffe mit einer 5? Ich glaube, das ist eine Pfütze, das kann ich ausweichen. Ja gut, dann werfe ich jetzt halt Schaden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und besonders viel Rüstung hat so eine Pfütze auch nicht an. Ja, ist ein guter Punkt. 3. 3. Alter Witzke, ey. Ja, dann bitte wieder 1W20, um zu gucken, was mit deiner Axt passiert. Das ist ein blöder Gegner, also ganz ehrlich. Natürliche 20. Natürliche 20, ja, du ziehst die Axt durch und es passiert nichts weiter. Gut, hast du Glück gehabt. Ich weiß, dass es ein blöder Gegner ist, aber Boah, ich muss richtig strampulern. Ja, wenn der Spiel tot ist, darfst du. Du hast gepiekt, du bist schuld. Ist hier eigentlich klar, dass das gegen die Menschenrechte ist, wenn du ihn davon abhältst, auf die Toilette gehen zu Möchtest können? Möchtest du ihn auf die Toilette gehen lassen, weil er war derjenige, der mit dem Stopp gepiekt hat? Nee, ich wollte nur fragen, ob du dir der Konsequenzen klar wärst, wenn er jetzt wirklich ein Arschloch wäre, könnte er dich dafür anzeigen. Ja, zeige ich dich an. Ja, ich halte dich ja auch körperlich ab. Lu, was willst du machen? Nee, du hältst ihn nur körperlich davon ab, wegzulaufen. Es sagt niemand, dass er nicht pinkeln kann. That makes so much sense. Oh yeah. Freiheit. Wärme. Nee. Oh cool, was zu trinken, guck mal da. Was möchtest du machen? Ich? Ja. Bin da gar nicht dran. Ach nee, Elo ist dran, sorry, Elovin, ja, du bist dran. So. Ja, ich schieße jetzt natürlich meinen ersten Pfeil auf das Teil. Okay, dann 1W20 mit Fernkampfmodifikator. Fernkampf ist plus 2. Wenn du jetzt passt und mich triffst, 15. Dann bring ich dich um. Ja, dann bitte einen Schadenswurf. Ich warte sogar, was ich würfeln muss, unglaublich. Noch wie viele Runden? Dein Pfeil versinkt in der grauen Masse und du hörst ein Zischen. Offensichtlich ist der Pfeil auch damit dann weg. Ja, Moment. Aber als der Pfeil tief in der grauen Masse versinkt, ragt diese plötzlich hoch und ihr könnt sowas hören, was ihr fast wie ein Schreien nennen wollt. Ihr seid euch aber nicht sicher, ob das ein Schreien ist oder einfach nur das Geräusch von den Plätschern oder so. Und dann plötzlich schießt diese Masse runter auf den Boden und wird sehr hart und vertrocknet einfach. Oh, yay, ich geh voll an. Ja. Sie vertrocknet? Ja. Also sie löst sich nicht auf, sondern sie krumpelt zusammen und bleibt nur so ein kleiner Haufen. Okay. Ich sagte doch, magisches Drachensperma. Hätte das nur von außen an. By the way, ich sterb grad. Ja, unser Heiler ist leider gerade. Der Heiler ist gerade pinkeln. Wir machen eine kurze Pause, 5 Minuten, und dann machen wir weiter, ja. Ich mach mal. Da ist er wieder. Ach, und er kann uns nur nicht hören, deswegen kann ich noch lästern. Aber jetzt kann ich. Boah, habt ihr mal diesen Flo gesehen? Der hat voll die Haare im Gesicht. Ja, hat er. Also, kurzes Update. Shinji musste uns leider spontan verlassen. Das macht aber gar nichts. Ihr habt gerade den grauen Schleim besiegt und Shinji liegt da ohnmächtig. Und ihr guckt euch den armen Shinji an und stellt fest, der ist komplett aus dem Leben gehauen. Dem geht's offensichtlich nicht gut. Dem schafft es relativ problemlos, ihn so weit zu stabilisieren, dass er nicht stirbt. Ihr wisst aber, dass er jetzt die Reise zu eurem Ziel nicht unbedingt überstehen würde, sondern wahrscheinlich es besser wäre, umzukehren. In diesem Moment kommt unglaublicherweise eine kleine Händlerkarawane vorbei. So drei kleinere Wagen und gucken euch an. Hey da! Habt ihr Probleme? Kann ich euch helfen? Spricht euch ein älterer Herr an, der vorne auf dem Karren sitzt. Ja, verkaufen Sie Feuer? Was wollt ihr denn jetzt mit Feuer? Kaufen! Feuer kann man nicht kaufen. Man kann Feuerzeug kaufen, aber kein Feuer. Okay. Haben Sie Feuerzeug? Was habt ihr denn vor? Wollt ihr einen Weiler fackeln? Was ist mit eurem Freund da los? Der schläft, aber den können Sie glatt mal mitnehmen zur nächsten Stadt. Dem hat es ein bisschen übel erwischt.
Das machen wir gerne. Wir fahren nach Sandspitze. Welch Zufall. Ja, Mensch. Was es nicht alles gibt. Ich werf ihn den mal hinten drauf. Das hält uns Zwerg. Ja, also er steigt ab und hilft dir den guten... Nein, ich bin ein großer Mensch und das ist ein kleiner Zwerg. Ich will ihn hinten drauf werfen. Warte, ich mach einen Wurf auf Stärke. Ja, mach mal. Ja, ja, nein. Wenn du das möchtest, mach bitte. Ich glaube, er lacht ob seines Würfelergebnisses. Eins! Und warte, ist meine nächste Schandtat. Oh, warte, ich habe noch einen Stärkemodifikator von plus 2, also bin ich bei 3. Ich klappe jetzt gerade. Ich bin gerade fasziniert. 5. Ja, du wirfst Shinji's Charakter, Podgun. Einfach massiert die Plane hoch und wirfst Shinji da so rein. So BAM! Du hörst nur ein lautes Knacken und siehst, dass Wodkans Arm jetzt irgendwie plötzlich in eine andere Richtung steht. Ey, ich hab eine 1 rechte. Gewürfelt! Wie ja. kann das denn sein? Bei einer 20 wäre er gestorben, oder was? Nein, die 1 ist das schlechteste Ergebnis bei sowas, das weißt du, ne? Nein, die 1 ist das Beste. Das ist doch mit der Kraft, mit der ich da reinwerfe. Also mit 1 Kraft werfe ich da rein, statt mit 20 ja, Kraft. In dem Falle, ja, je mehr du, ne? Je stärker du wirfst, umso härter ist der Aufschlag, Mann. Ja, deswegen habe ich nur eine 1 gewürfelt, also richtig kacke geworfen. Nein, hast du nicht. Mit der 1 ist ein sehr gutes Ergebnis. Also, egal. Ich sage, der Arm ist gebrochen. So. Also, da werfe ich schon eine 1 und es ist trotzdem kacke. Kann bitte jemand Shinji nächste Woche sagen, dass er 5 Schaden genommen hat? Danke. So, der Händler guckt dich wortlos an, schüttelt den Kopf und sagt hüha und reitet davon. Ich werfe nie wieder, wirklich. Ja. Weißt du, dann werfe ich schon eine 1 und ist trotzdem kacke. Und ich wette, wenn ich eine 20 gewürfelt hätte, dann wäre er tot. Nee, dann wäre er wahrscheinlich runtergefallen. Wäre ich jetzt GM, ja. ne? Dann hätte ich das nämlich so gemacht bei so einem totalen Fehlschlag, dass er versucht hätte, Shinji hochzuheben und dabei sich selbst wehgetan hätte und dann noch Shinji vom Runterfallen her Schaden bekommen hätte. Er hat quasi Shinji gerade halb umgebracht. Also Shinji ist fast tot jetzt gerade. Er hat irgendwie noch 4 Lebenspunkte oder so und dann ist er tot. Das reicht. Ja, aber er ist ja AFK und er kann ja nicht gegenwürfeln. Ja, ich werde das aber anders weiterhin machen. Aber das ist dann nicht eure Sache, weil ihr das nicht wisst. Egal. Ja, Shinji ist weg, die reiten davon und ihr möchten die anderen vielleicht was dazu sagen oder so. Tschüss, Herzwerk. Was soll man dazu sagen, ne? Da fehlen einem die Worte, würde ich mal sagen. Ja. Ich fühle so eine Hand des Hasses. Vielleicht mit auf den Karren schmeißen soll. Ja, besser wär's gewesen. Du kannst ja mal einen Wurf auf W20 machen. Nein, nein, der Karren ist weg. Und merk dir, wenn du was sagst, dann machst du das auch. Dann nehme ich das ja. ernst. Egal, was du nein, sagst. Sehe ich ein. Und wenn du sagst, du greifst Bilgo an, dann greifst du Bilgo an. Gut. Obwohl auch das nicht die beste Idee wäre, möchte ich meinen. Das war eben auch keine besonders gute Idee. Ich fand's eine super Idee. Ja, offensichtlich. Ich freue mich auf Ripper. Egal. was wollt ihr machen? Ja, umgucken, ne? Was haben wir uns jetzt mal für einen Zustand? Sind wir in der Dämmerung oder in der Nacht? Oder? Es ist Mittag. Ja, dann würde ich sagen, auf nach. Ja, erst mal umgucken, weil vielleicht ist ja bei den ganzen Knochen und so noch irgendwas Brauchbares in der irgendwo. Weiß ich nicht. Ein Toter oder so. Sehr brauchbar. Mach mal eine Probe auf Wahrnehmung. Ich hab doch keine Wahrnehmung. Ach ja, du hast wieder einen Charakter, der nichts sieht, ne? Hast du hier einen Charakter, der nichts kann? Und wo ist denn da? Ja, ich hab tatsächlich keine Wahrnehmung. Dann gucke ich mich auch nicht. Nee, du findest nichts. Boah, das ist so. Du weißt, dass du in einem Wald stehst. Das ist so un-OP. Du hast deinen Charakter selber gebaut. Hör auf zu meckern. Ich hab ihn gewürfelt. Ja. Aber du kannst Punkte verteilen und das hast du offensichtlich nicht getan auf Wahrnehmung. Da darfst du mir nicht ankommen. Punkte konnte ich nie verteilen, die waren vorgegeben. Nein, das stimmt nicht. Ja, natürlich stimmt das. Nein.
Ich habe das Gefühl, du bist so allgemein auf ich mach die DM, ich kacke vor die Tür. Nein, ich kann mich nur nicht daran erinnern, dass ich mir ausgesucht hätte, sowas wie, sagen wir mal, Motiv erkennen zu nehmen. Ich habe dir nur lediglich vorgelesen, was die Vorschläge sind, wie du deine Punkte verteilst. Und du hast gesagt, du machst es so. Dann darfst du mich nie anmaulen, was, ne? Doch, darf ich. Darfst du? Bringt dir nur nichts. Okay, ich bitte dreimal um Entschuldigung. Warte, tue ich das? Sekunde. Nee, tue ich nicht, schade. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, ich entschuldige mich doch nicht. Nee, ich nehme alles zurück, was ich jemals gedacht habe. Okay, ja. So, kann jetzt mal weitergehen hier, Himmel. Wollt ihr noch irgendwas machen oder wollt ihr weiterziehen? Ich möchte noch einmal kräftig den Kopf schütteln. Ja, ich auch. Moment, darfst du das denn? Sekunde. Ne, du darfst das nicht, schade. Du schüttelst den Kopf und brichst dir dabei das Genick. Ich bin gar nicht dafür, dass du jetzt auch noch für uns würfelst. Ich bin auch dagegen. Ich als GM sage, würfel für deinen eigenen Kram und nicht für die anderen. Ich bin ja jetzt schon weitergegangen. Gut. Ihr wollt weiterziehen, ja? Ja. Okay. Ihr kommt auch ohne weitere Zwischenfälle dann am späten Nachmittag in Corvesa an und befindet euch nach einigem Gelaufe in der Stadtmitte. Seht dort ein Schild. Also ihr lauft in die Stadtmitte und seht dort plötzlich einen riesigen Markt um euch herum, wo allerlei Händler stehen, Händlerstände sind und die Essen anbieten, Getränke, allerlei Waren. Ich mache euch gerne die Karte nochmal auf. Ich habe den Wolf auch da schon platziert. Traumhaft. Und zwar seid ihr auf Jagger, was heißt Circle? Kreis. Nee. Ja, auf dem Jagare-Platz, ist ja egal. Und dort, wie gesagt, sind allerlei Händler und ihr seht ein Schild am Rand stehen, wo drauf steht, dass es dort eben zur Akademie geht. Um euch rum ist sehr viel. Ach, Teil. Verdammte Kacke. Wir haben vergessen, den Beutel mitzunehmen. Nein, den habt ihr dabei, ich bin gar nicht so. Ach jetzt? Okay. Dann auf dahin, oder? Jo. Ja, ich auf zur Akademie. Ja. Okay, Moment. Ja, dann habe ich auch schon wieder eine Karte für euch. Wenn ihr bitte gucken wollt, die Karte nennt sich Books und dort bitte ich euch dann auch eure Spieler zu platzieren, was ihr nicht könnt, deswegen mache ich es. Alba ist hier, Elovin ist hier und Vodkan ist hier und wo ist denn der gute Demis da? Genau, so. Dann platziert mal bitte, wo ihr euch so im Raum befindet. Und wo bin ich? Hier rechts ist der Eingang. Ach nee, Vodkan, Entschuldigung, du bist ja Bilgor. Okay. Das war mein Fehler. Bilgor, da. Da ist der Eingang, wa? Der Eingang befindet sich auf dieser Seite, genau. Ja, ihr betritt die Akademie und wartet erstmal, ich sage euch noch, was passiert. Ihr gelangt ohne Zwischenfälle weiter durch Korsova durch und ihr seid, Moment. Ihr seid, in der Akademie angekommen und dort werdet ihr nach einigen Fragen ohne große Worte zu dem Hörsaal von Professor, Dumbledore. Linda Montrovai durchgeführt. Dort ist eben, das ist der Raum, also diese Frau sollt ihr ja sprechen, der sollt ihr den Kram bringen. Allerdings steht hier dort vor der Tür und diese ist abgeschlossen. Also ihr seid noch nicht im Raum drin. Ich möchte nur wissen, was ihr dann macht, wenn ihr in den Raum reingeht. Ja, und diese Tür ist verschlossen. Und nun steht ihr da. Dann klopf ich mal. Nein, ich klopf wieder nicht, sonst kommt wieder so ein Schleim an meine Hand. Ich bleib einfach stehen. Jetzt macht er gar nichts mehr. Nee, ich bin jetzt komplett demoralisiert. Ich zähle meine 10. Ja, du hast 10 Stück davon. Warte, das kannst du ja so gar nicht sagen. Wie viel habe ich denn? 10 Würfel. Ja,
Nee, es war. Moment, ich muss ja mit W10 würfeln, mein Fehler. W12, das ist realistischer. 12, du hast 12, 10. Ich hab 14. Nein, du hast 12. Bei mir hast du 12. Also ich bin der GM, du hast 12. So. Okay. Ja. Also, ihr steht vor der Tür, was macht ihr? Wenn er dem ist, dann würde er klopft die an. Ja. Du klopfst an die Tür und es passiert nichts. Ja, schade. Wenn wir mal wieder haben. Ja. Ja gut, okay, tschüss. Wir haben es versucht. Ich hoffe, die Belohnung gibt's trotzdem. Bestimmt. Ja, wir waren da, haben geklopft, hat keiner aufgemacht, sind wir wieder heim. Ja. Ja, wer weiß, wie schaut denn dieser Gang aus? Gibt es da noch andere Türen oder? Ja, das, genau. Das sind alles, das ist ein riesiger Gang, ihr seid in einer riesigen, in einem riesigen Schloss quasi und da gibt es allerlei Türen und Gänge und Flure. Wenn der vorbeikommt, so Schüler oder... Ja, da sind auch irgendwelche Leute, die an euch vorbeilaufen, aber wenn ihr die ansprecht, das habt ihr schon beim Fragen nach dem Raum hier gemerkt, die geben euch keine großen Antworten. Die sagen, da lang und dann sind die weg und die sind alle offensichtlich sehr beschäftigt. Ja, aber auch schön hier. Die Architektur gefällt mir. Vielleicht sollten wir mal uns bemerkbar machen. Ich habe nur leider schon vergessen, was wir da jetzt eigentlich hinbringen sollen. Diamanten. Wir haben ja schon geklopft. Die Diamanten sollen wir da hinbringen. Ja. Und dann kriegt ihr ein Buch, das offensichtlich sehr wertvoll ist. Ja. Das offensichtlich aber auch andere haben möchten. Das war der Punkt. Ne, du hast nur gesagt, dass wir das Buch bringen sollen. Ja, nein. Ich habe auch gesagt, dass rivalisierende Gelehrte offensichtlich nicht so cool fänden, wenn die das erfahren würden, dass da ein Buch aus dem Haus verschwindet, was sie noch nicht mal kennen und was offensichtlich wertvoll ist. Ach so, na gut. Ja, ist schön hier. Ja, Mensch. Ich will da jetzt nicht einfach die Tür eintreten, sonst kommt nachher wieder so ein Schild. Ich wollte gerade sagen, ich könnte das hier jetzt mit meiner Axt machen, aber ich glaube nicht, dass das gut ankommt. Ne, ja, wir haben geklopft, keiner da, dann gehen wir wieder. Los, Fireball, brennst dich nieder. Ja, mal rufen oder so vielleicht, ob da wer drin ist, aber gut, das wird auch nichts ändern. Kann ich denn was Cooles? Irgendwer? Ne. Ich habe auch keinen Röntgenblick oder sowas. Dann gehe ich jetzt in die Stadt und suche einen Händler mit Feuer. Macht mal bitte einen Wurf auf Wahrnehmung. Also... Wahrnehmung. Okay. 14 plus. Was habe ich noch Wahrnehmung? Ich wirf mal spaßeshalber einen W0. 14. Okay, insgesamt, okay. 6 plus. Leo, hast du irgendwie plus auf Wahrnehmung? Achso, ja, ich hab's schon. Dabei? Ja, okay. 8 habe ich. Okay, und du, Kai? Ich habe keine Wahrnehmung. Ach ja. Ich habe ein W0 gewürfelt und es kam 6 bei raus. Und Flo, ist das so? 14. Insgesamt, okay. Ja, nö, dann bemerkt ihr nichts. Das ist cool. Darf ich jetzt wieder zum Händler gehen und mir Feuer kaufen? Was willst du? Du kannst kein Feuer kaufen. Ich will Feuerstein kaufen oder Feuerzeug oder Streichhölzer, mir egal. Irgendwas halt mit Feuer. Okay. Ja, du gehst aus der Burg raus. Und findest so nach ein paar Metern außerhalb des Dings so einen kleinen Händlerstand. Krämerladen steht oben dran und da steht ein älterer Herr, der dich anguckt. Na, such dir was Bestimmtes! Feuer! Wie Feuer? Ich kann dir eine Feuer, das ist kein Problem! Feuer! Ich möchte Feuer! Brennt! Hast du irgendwie einen Schlag auf den Kopf zu viel gekriegt? Was willst du? Ich wurde jüngst von Schleim angezogen. Verkauf ihm doch einfach einen Feuerstein. Ich möchte einen Feuerstein erwerben. Oder Streichhölzer. Oder das klingt schon besser. Das kann ich dir anbieten. Hast du ein Goldstück, dann gebe ich dir einen Feuerstein. Ein Goldstück? Ja, sicher. Habe ich nicht. Ich habe nur eine Goldmünze. Ja, dann nehme ich das. Bitteschön. Danke. Und der gibt dir so ein Feuerstein-Set, womit du... Er braucht zwei Feuersteine, ne? Deswegen sagt er Feuerstein-Set. Schreib ein Feuerstein-Set auf. Schreibe ein Feuerstein-Set auf. Ja, und dann widmet er sich wieder den anderen Geschäften.
Ja, dann gehe ich, da bin ich zufrieden. Ich bin vor dem Händler und brüllt den an. Feuer! Feuer! Ja, ja, wo denn? Bin gerade ein bisschen gereizt. Ich habe einen schweren Reise hinter mir gehabt. Willst du Feuerwehr rufen oder was willst du? Ja, bitte. Ich will Feuer. Ja, dann mach doch Feuer. Gut, dann gehe ich wieder zurück zu den anderen. Ja. Grüß Gott, Lütze. Welcome back, Priester. Ich bin kein Priester, ich bin Kleriker. Das ist ein Unterschied. Soweit richtig. Ja, und du? Ja, wollen wir wieder zurück? Erstmal mitessen? Vielleicht sollten wir was essen gehen. Immerhin sind wir schwer erschöpft von der Reise. Vielleicht ist die Tür ja offen. Bitte, was sagst du, Mathe? Vielleicht ist die Tür ja offen. Wir haben ja noch gar nicht versucht, ja, sie aufzumachen. Dann lass uns das doch mal versuchen. Nur so eine Idee. Nur so eine Idee am Rande. Ja, ich drück versuchen. Was hat diese Tür? Hat sie einen Knauf oder eine Klinke? Klinke. Gut, dann drücke ich mal die Klinke runter und. Ein Drache öffnet die Tür und frisst sie auf. Nein, die Türklinke bewegt sich nach unten und es klackt, aber die Tür geht nicht auf. Ist offensichtlich abgesperrt. Ja, jetzt haben wir wirklich alles versucht. Ja, ach komm, ich hau dir jetzt, ich damit hier mal irgendwie das ein bisschen vorangehen. Ich hau jetzt damit ich an. Ich weiß, worauf das hinausläuft, aber ich sehe das einfach nicht ein, die Tür kaputt zu machen. Ich meine, wir gehen hier in eine fremde Burg und machen einfach eine Tür kaputt. Vielleicht ist die gerade zu Tisch. Würfel mal bitte einen Nahkampf. Die sind nicht zu Tisch. Flo, Valide Sorg. Bitte einen Nahkampf. 15 plus, was ist denn das? Nahkampf hatte ich 3, 18 insgesamt. Okay, und dann bitte einen Schaden. Herr Zweck, ich weiß nicht, ob ich das gut finde, dass sie einfach hier die Tür kaputt machen. Ich weiß aber, dass mir das egal ist, wie du das findest. Das weiß ich. Ja, blöderweise okay. Weißt du ja, worauf ich hinausläuft. Wie viel? 6 insgesamt. Okay. Ja, du hämmerst mit deiner Axt auf die sehr massive Holztür. Du schaffst es tatsächlich so leicht, ein paar Bretter zu lösen. Und es fallen auch einige kleine Brocken runter. Ganz kaputt ist die Tür aber noch nicht, aber du weißt, viel fehlt da jetzt nicht mehr. Halten Sie ein, Zwerg. Was soll denn das? Ja, dann hau ich da halt nochmal gegen. Meine Güte, ich will da jetzt rein. Dann legen wir die Diamanten auf. Für die Diamanten können Sie eine neue Tür kaufen. Und nachher ist sie nur Bettruhe oder was? Ja, dann ist mir das egal. Die werden wohl einen Nachtwächter haben. Wer hat denn bitte keinen Nachtwächter? Ist selber schuld. Ihr erinnert euch an die Uhrzeit offensichtlich. Nachtwächter am Nachmittag. Ja, dann halt zu Tisch, weiß ich nicht. Ich hau da jetzt mal gegen. Ja. Und Kopf reinstecken und hier ist Johnny. 13. Ja. Schaden bitte. 6 wieder. Ja, die Tür fliegt schließlich aus den Angeln und bricht auf und der dahinterliegende Raum bietet euch da. Und dann sagt mir mal bitte, ob ihr, was ihr jetzt macht. Also ihr steht noch vor der Tür. Ihr könnt in den Raum reinsehen. Ich will mal gucken, was da so ist. Also ich will mal ja gucken, ob ich was gucken kann. Okay, also Wahrnehmung. Der alte Hörsaal, das okay. Kannst du, du guckst einfach rein und siehst es. Okay. Und das ist ein sehr alter Hörsaal, der aber trotzdem in einem tadellosen Zustand ist. Er wird von Fackeln erhellt, die offensichtlich magisch sind, weil die sind flammenlos. Was du dir jetzt nicht genau erklären kannst, aber du denkst dir mal, das ist wohl magisch. Und an den Wänden befinden sich allerlei Bücherregale aus Schwarzholz. Meine Frau ruft an. Okay, willst du ran? Natürlich gehe ich ran, wenn meine Frau anruft. Bist du doof? Ob du doof bist? Hallo. Ne, ich gehe wieder zurück. Ich möchte mit solch Scharlatanerei nichts zu tun haben. Du bist so eindeutig. Na, jetzt mal wirklich. Was soll... Wir sollen einfach nur was ablegen. Jetzt gehen wir da hin und da ist keiner da. So. Und ich denke ja an meine Gesinnung. Ich bin ja auch gut. Das heißt, ich renne nicht einfach fremder Leute Türen ein. Das heißt, wenn die nicht da ist, gehe ich zurück und gucke, ob ich wen finde, der mir weiterhelfen kann. Ich gehe da ja nicht einfach. Weißt du, wenn du mich. Ja, wenn du mich besuchst, aber dann musst du das auch so sagen. Du hast gesagt, wir gehen wieder zurück.
Willst du überhaupt gehen von der Tür weg. Tür war zu, hörst du jetzt euch, tschüss. Wir gehen von der Tür weg. Wenn du mich besuchst und ich bin nicht da, dann haust du mir nicht gleich die Tür ein. Das denkst du. Das sag ich jetzt mal so. Wer weiß, vielleicht tue ich das öfter. Ich weiß ja auch nicht, was du für eine Gesinnung hast. Chaotisch böse. Okay, dann geht das vielleicht. Als GM. Achso, kann weitergehen? Okay. Ja. Also, du siehst an den Wänden jede Menge Bücherregale aus Schwarzholz und der Holzfußboden ist auf Hochglanz poliert. Allerdings trägt er auch Spuren eines kürzlich erfolgten Kampfes, was du ohne Probleme sehen kannst. Bücher wurden aus den Regalen gezogen und zu Boden geworfen. Papiere liegen verstreut und im Beschwörungskreis neben einem Lesepult aus Mahagoni liegt die zusammengesunkene Gestalt einer älteren Menschenfrau auf dem Rücken. Die Frau trägt einen dunklen Professorkittel. Auf ihrer Brust hockt eine schwarze Katze, die abwechselnd laut und jammernd miaut und das Gesicht der Frau ableckt, als wollte sie ihre Herrin aufwecken. Ja, das ist das, was du so auf den ersten Blick relativ schnell wahrnehmen kannst. Ich bin immer noch dafür, wir sollten wieder gehen. Ich bin der Meinung, wir sollten uns die Frau mal angucken. Ja, Moment. Was sagen die anderen? Ja, mal genauer angucken, was der ist. Ja. Katze nehmen und abhauen. Ja, ihr stellt fest, dass die ältere Dame, die offensichtlich Professor Mutterowal ist, aber das wisst ihr nicht genau, das ist zumindest das, was ich euch erschließen würde, zwar bewusstlos ist, aber noch lebt. Also sie ist noch am Leben und und sie liegt da und ja. Ja, dann wecken wir sie mal auf, wa? Ja, wie? Meine erste Intention wäre jetzt eine Backpfeife, aber ich glaube, das kommt nicht gut an. Zum Probieren wär's. Dann mach mal einen Wurf auf Stärke. Sag ja, wer ist denn der Heiler von uns, der sich damit auskennt? Der soll mal seine Heilung geben. Er noch draußen. Er steht draußen rum. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht so gute Erfahrungen gemacht damit, wenn dem es an bewusstlosen Leuten. Doch, ihr ruft mal in den Raum, Sanitäter! Sanitäter. Dann rufe ich das weiter in den Korridor runter, Sanitäter! Stellt euch mal auf in Webtools. Ja, ich meine jetzt mal ehrlich, wenn das so ein stark frequentierter Gang ist, dann muss ja inzwischen jemand skeptisch sein, dass er erst mit der Tür aufgebrochen wird. Ja, eben! Ich stehe das nicht ein, ich stehe noch draußen, hier. Ja, es kommt auch, okay, meine Güte. Es kommt auch tatsächlich. Du willst das ernst machen, dann mach ich das auch ernst. Du machst das sehr ernst, wir gehen wieder nach Hause. Ist keine Darmfies. Nein, nicht nach Hause, wir gehen weg. Hast du aber gesagt, wir gehen wieder zurück, hast du gesagt. Egal. Ja, egal. Es kommen ein paar offensichtlich jüngere Schüler der Akademie auf dich zu und fragen, was macht ihr da? Wir sollen etwas abliefern bei einem Professor, aber offensichtlich ist sie verletzt. Ja, das ist ja doof. Ja, Dann weiterhin viel Glück. Und damit geht sie wieder weg. Genau. Guck mal, da gehe ich glatt mit. Einfach mal hinterher. Die schien mir sympathisch zu sein. Du kannst doch nicht so einen Scheiß raushauen, wenn ich trinke. Oh, da gehe ich mit. Weißt du, wenn meine Leute hier einfach so in fremder Leute Butzen einbrechen, obwohl die einfach nur abgeschlossen sind, vielleicht waren die halt, weißt du? Ja, aber die Schnalle, die lag ja auf dem Boden. Das wusste sie ja vorher nicht. Ja, aber, also... 50-50 schon, das Risiko. Bei dir zu Hause brennt's, weißt du? Du liegst bewusstlos auf dem Boden, aber sobald die Feuerwehr deine Tür aufmacht, ne? Hör mal eine Tür, du blödes Arschloch! Das hab ich ja von außen nicht gesehen. Ich hab nur, weißt du, ich geh da hin und sehe eine verschlossene Tür. Das ist doch meine erste Intention. Ich muss unbedingt durch diese Tür durch. Das ist doch meine erste Intention. So, die Tür ist verschlossen. Aber es gibt ja noch eine Quadrilliarde weitere Türen. Vielleicht ist hier irgendwo jemand, der entweder A, etwas über den Verbleib zu sagen hat oder B, vielleicht einen Schlüssel hat. Weil die Tür ist ja nicht zugemauert.
sondern abgeschlossen. Das heißt, mit der Möglichkeit, sie wieder zu öffnen, wenn man sich drum kümmert. Und entsprechend meiner Gesinnung und meiner Erziehung in einem geistigen Hause habe ich gelernt, vor allen Dingen, dass man nicht verschlossene Türen aufbricht. Ja, wer weiß, was dahinter zum Vorschein kommt. Ja. Ja, aber wir brauchen trotzdem dem erstmal von uns. Kann keiner Heilzauber? Oder kann die Mata irgendwie heilen oder irgendwas machen? Ach mal, ich will nicht, worauf das hinausläuft. Okay. Ich erbarme mich. Habt ihr nochmal Glück gehabt, dass ich heute ein Großzügig bin. Halleluja. So. Dann heile ich die. Muss ich würfeln? Ja. Wo ist denn hier mein Würfel? Mal hier, das ist 1, 2, 3, 4, ja. 6. Okay. Ja, du berührst Professor Montrobal an der Schulter und lässt deine Energie in sie hineinfließen. Worauf sie. Ja. Worauf sie die Augen aufschlägt und sich erstmal so völlig so: Hä, wo bin ich? Wo bin ich? Was ist hier? Oh Gott, mein Kopf explodiert. Wo seid ihr? Wer seid ihr? Was ist hier los? Explodiert der Kopf jetzt wirklich oder ist das nur so Ja. Als sie das sagt, explodiert ihr Kopf. Aus dem Kopf steigt ein Drache und frisst dich auf. Warte, ich würfel drum. Nee, der Kopf explodiert leider nicht. Schade. Aber es war eine 2, es war knapp. Also. Okay. Ja. Ich sage, bleiben Sie ruhig, wir wollen Ihnen helfen. Ja. Erstmal. Helfen, wobei helfen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Unterlagen. Helfen. Ich wollte eigentlich. Ja, aber sie lagen hier bewusstlos. Ich wollte doch nur ein paar Unterlagen vom Lesepult holen. Mehr, ich weiß gar nicht, was passiert ist danach. Ich weiß nicht, was hier los ist. Wir sind nur hier, um ein Buch abzuholen. Ja. Ihr seid. Hier hast du Diamanten, gib mir das Buch. Der Rest ist mir egal. Okay, Moment. Ist das Buch sicher wieder gestohlen worden? Weil es war einfach jetzt hier in Ich glaube, die ist einfach nur gestolpert auf dem Kopf gelandet. Ich weiß gerade nicht, was für ein Buch sie meinen. Und ihr seht, während sie das sagt, schleicht die Katze, die eben da war, in die Nähe eines Bücherregals und beginnt zu jammern. Was will. Apex, sei ruhig! Apex, das klingt wie ein Waschmittel. Ich hätte jetzt an Klebstoff gedacht. Ja. So Holzleim oder so. Mit oder Apex Klebstoff, der Multipurpose ist, mit dem man auch waschen kann. Multiklebstoff. Ja, bitte? Willst du noch Brot? Ja, ich will noch Brot. Hallo, Deus Papa! Das ist der Bäcker. Das ist mein Mitbewohner. Der Bäcker, ja. Oh, cool, danke. Stell dir vor, ihr hättet jetzt M&M's gebracht. Wie fürsorglich. Ne, Brot hat er nur gebracht. Ist ja auch ganz schön erstmal. Wann nicht? Ja. Ja, ich weiß gerade nicht. Ich muss mich erstmal erholen. Ich weiß nicht. Soll ich sie nochmal ein? Geht's mir besser? Die Katze jammert weiter. Die jammert weiter. Was will die Katze denn? Ist die immer so? Nein, eigentlich ist Apex... Die ist aber ganz schön nölig. Eigentlich ist Apex eine sehr ruhige Katze. Eigentlich, ich weiß nicht, was sie hat. Hören Sie zu, junge Frau. Wir wurden entsandt von einer Frau, hier Namen einfügen, aus Sanddorn, um ihnen zu überbringen, diese Edelsteine, und zu ergattern, jenes Buch, welches uns gebeten wurde, zurückzubringen. Mhm. Klingelt da was bei Ihnen? Warte, ich würfel gerade. Und laute Glocken erschallen und alle sind erwacht. Moment. Okay, das ist da. Moment. Darf ich mir so lange ein Schnittchen machen? Nein. Ach Mann. Ich habe gerade Brot gefunden. Seite 74. Okay, in dem Moment, als sie das fragt. Doch nein. Doch. Ich hasse es, wenn du sowas sagst in dem Moment. Ja, das wirst du auch wieder hassen.
Das macht aber nichts. Aber ich möchte nachher sagen können, ich hab's euch ja gesagt. Es wäre alles nicht passiert, wenn wir einfach wieder nach Hause gefahren wären. Du und dein nach Hause fahren. Hättest du aber auch nichts verdient und keine Erfahrung gewonnen, mein Bester. Das ist doch auch blöd. Bin froh, dass ich noch nicht von Donuts angefangen habe. Ja, da bin ich auch ganz froh drum. In dem Moment, als ihr das sagt, verwandelt sich plötzlich das eine Pult, das neben dem Lehrertisch steht. Und eine schemenhafte, sehr unheimlich aussehende Gestalt steht auf und greift sich die Professorin und schlägt ihr stark ins Knick, womit sie wieder ohnmächtig ist. Und ja, Initiative bitte. Oh nein. 21. Schreib sie mir bitte ins Map-Tool rein. Das ist 0? Ja. Wie kannst du denn 0 haben? 1 minus 1. Ach ne, Initiative, ne? Ja. Oh, dann sind es sogar 4. Okay. Moment. Würfelst du ein W20 und würfelst du 4? Eine 2 oder was? Eine 1 habe ich gewürfelt. Okay. Also, dann haben wir hier 13, 9, 21, 10, 9, 10, 4 und 6. Ich muss mir das mal kurz, sonst komme ich nachher durcheinander. Zug 21. Dann haben wir Elovin. Wie viel hast du? 13. 9. Nee, du hast doch 13. Ach nee, das ist da oben. Ah, okay. 9. 9, Mata 10, Demis 4. Und das Vieh hat 6. Okay. Dann fängt Grasuk an. Weiß ich denn ungefähr, was das ist? Also ist das so geistermäßig oder? Nein, das ist nicht geistermäßig. Es ist schon eine feste Gestalt, aber es ist irgendwie nicht irgendwas, wo du sagen kannst, das ist jetzt das. Es ist irgendwie, wie gesagt. Das ist ein Transformer. Es hat sich aus einem Schreibpult transformiert. Ganz genau, du hast gesehen, wie es sich aus dem Pult heraus transformiert hat in eine. Irgendeine Art von Gestalt, die du nicht genau. Aber es ist massiv. Es ist massiv, ja. Dann hau ich's. Dann hau ich's! Ja, mehr will ich gar nicht wissen. Denk bitte an die Karte, dass du dich entsprechend hinstellen musst und so, damit wir das auch sehen. Ne? Ist das Runde da, ja? Gegen diese Kiste, ja. Okay. Ja, gut. Dann sag mal, was du willst. 17. Ist dein 17. Alles zusammen schon, ja? Ja. Dann bitte einen Schadenswurf. Fünf. Alles klar. Ja, du haust mit deiner Axt zu und dass deine Axt versinkt in dem, ja, in dem, was du als Arm benennen würdest. Und das Vieh schreit ganz seltsam auf, so. Und guckt offensichtlich erzürnt, was du nicht ganz sicher bist. Hast du ein Foto davon? Ja, aber das wird dir nicht viel helfen, weil das Foto ist eine Kiste. Ah ja, okay, alles klar. Aber die kenne ich, die sind von Dark Souls. Ja, Dark Souls hat damit nichts gehabt. ja, okay. Nächster ist dann Beetle Matter. Mhm. Hätte ich jetzt mal was anderes vorbereitet. Anderen Zauber. Ja. Ist ja auch noch diesen Eisspaß, vergiss das nicht, ne? Ja. Aber der trifft ja immer nicht. Ich werde es trotzdem machen. Okay, dann bitte einen Fernkampfangriff. Ja. Aber auf Berührung, siehst du? Das habe ich nämlich immer nicht beachtet. Aber das weiß ich jetzt auch wieder. Okay, ich lerne auch noch. Warte mal, ich habe es schon wieder vergessen. Fernkampf angefasst. Ein W20 plus dein Fernkampfwert. Okay. Bei Pathfinder grundsätzlich ein W20. Okay. 2, das gibt's nicht. Plus wie viel? 2 plus 4. 4, also 6. 6, okay. Ja. Dein Eiswolke löst sich davon und ja, fliegt aber irgendwie auf eine Fackel zu und löst sich da dann schon wieder auf. Toll.
Ich glaube, ich sollte vielleicht doch meine Armbrust benutzen. Ja, dann ist als nächstes bitte Elovin. Ja. Ja, ich ziehe das Schwert. Ja. Und bewege mich. Das ist nicht. Ich stelle mich, wo kann ich mich hinstellen? Habe ich von da auch noch die Reichweite jetzt angreifen? Ja, das geht auch. Okay. Aber ich kann jetzt noch nicht angreifen, oder kann ich schon? Doch, du kannst angreifen. Okay, dann Schwert. Achso, nein, weil du dein Schwert gezogen hast, ne? Ja, egal. Ja, genau. Jetzt ist egal. Ja, plus dein Nahkampfwert, wie viel ist das? Ja, plus 3. Ja, du holst mit deinem Schwert aus und dieses Wesen ist aber so schemenhaft und du kannst es so nicht irgendwie klar festmachen, dass du irgendwo daneben haust. So, dann okay. Ist auch das Viech dran, ne? Ja. Ja, dann gucken wir doch mal. Was kann das denn so? What the hell? Okay. Das klingt nicht gut. Nein. Aber solange du dich freust. Deine Freude ist auch meine Freude. Das ist immer sehr schön, also... Die Gegner, die euch das Spiel hier entgegenwirft, naja. Okay, das Viech möchte gerne bitte Bilgo angreifen. Und holt mit seinem Arm aus und verwandelt sich plötzlich in eine Art, ja, Hammer. Holt aus und möchte gerne treffen. Was hast du für eine Rüstungsklasse? Also 19. Ja. Ja, das Vieh trifft dich mit dem Hammer direkt am Kopf. Ei. Eieiei. Das ist. Wo ist denn der W8? Das ist der W10. da ist der W8. Knirp. Gott, ey. And he's gone. Wie viele Lebenspunkte hast du? Mal andersrum halten, ne? Das Blatt. 14. Holy fuck. 15 plus 6. 21. Das heißt, du hast minus 6 Lebenspunkte. Ja. Das Vieh trifft dich so hart am Kopf, dass du ein paar Schritte nach hinten fliegst und dein Hals auch sich nicht mehr besonders gut anfühlt. Und bevor du ohnmächtig wirst, spürst du noch eine warme Flüssigkeit in Richtung deiner Augen laufen. Cool. Ah, der hat gekrittet, ich kann nichts dafür. Und er macht so schon genug Schaden. Ja, gut, wer möchte noch? Ich bin noch. Aber jetzt wird mein Plan schon hinfällig, weil jetzt muss ich den Kollegen ja heilen, sonst ist er nachher noch kaputt. Ich würde es empfehlen. Ja, dann mache ich das halt. Dann musst du dabei auch hingehen. Ja, dann gehe ich da halt auch hin. So. Habe ich irgendwas verpasst oder so? Vielleicht kommt der. Zack, 4. Ach nee, warte, W8 ist das, ne? Bitte? Ja, 1W8. 5 plus also sind 6. Okay. Dann bist du wieder bei wie viel Lebenspunkten? Habe ich gesagt 21 minus 6, dann bist du jetzt wieder bei 0. Ja. Ja. Dann spürst du die Energie durch dich durchfließen, Bilgur, und schlägst die Augen auf und fühlst dich immer noch ziemlich angeschlagen, aber immerhin so, dass du wach bist und auch ein bisschen laufen könntest. Hast du nicht gerade gesagt, meine Energie ist wieder auf 0? Ja, ja, bei 0 kannst du dich bewegen, aber nicht angreifen. Du bist wach, kannst laufen, aber nicht angreifen. Ach so. Genau. Und jetzt gucke ich gleich nochmal, wie das war mit, was du dann machen kannst. Ja, der nächste bitte. Also nächste Runde, Grasuk. Ach ja, ich soll ja gucken, was du machen kannst. So. Wenn du 0 Trefferpunkte hast, bist du kampfunfähig. Du kannst während deines Zuges nur eine Bewegungsaktion oder eine Standardaktion sowie eine freie Aktion ausführen.
Solltest du eine Standardaktion ausführen, verlierst du im Anschluss einen Trefferpunkt. Sofern dich diese Aktion dich nicht heilt. Sollte der Verlust dieses einen Trefferpunkts dich auf minus 1 oder weniger bringen, wirst du bewusstlos und beginnst zu sterben. Wenn du durch die Heilung über 0 TP gebracht wirst, bist du wieder voll handlungsfähig. Also wärst du niemals auf 0 oder weniger TP gefallen. Okay. Also entweder heilst du dich oder du solltest liegen bleiben. Dann bleibe ich liegen. Gut. Hab nichts zum Heilen da. Schade. Dann bitte Matta. Ja. Schwierigkeit. Mein Zettel hier. Ist ja auch Gegner, die leichter ja, sind, oder sind die alle so scheiße, finde ich, ey. Nee. Ja, ich okay. Weiß halt nicht, ob es sich lohnt, meine Armbrust auszupacken, weil das würde einen Zug bedeuten, dann kann ich nichts machen. Wie viel Schaden macht die Armbrust? Schon ein bisschen was, also ein W8. Insofern du triffst, ne? Ja. Ja, eben. Ja, also ist halt jetzt so eine Überlegung. Entweder machst du mindestens 2 Punkte Schaden oder du ziehst eine Waffe und machst in der nächsten Runde vielleicht 8 Schaden, ne? Tja. Ne, ich mach aber, ich glaube, ich nehme lieber das Geschoss wieder, das... Okay, also ein W4 plus 1, ja. Dann bitte würfel ein W4, dann sage ich dir... Ja, meine Güte. Der neue Demis ist gefunden, würde ich sagen. Ja, dein Schuss löst sich und trifft dieses Wesen, ja, so irgendwo im Brustbereich. Es zischt laut, aber beeindruckend scheint es nicht zu sein. Dann bitte Elowin. Ja, ich mach wieder Schwerthieb. Nahkampf plus 3 ist er noch, also 11. Ja, und dein Schwert rast wieder an ihm vorbei und geht Boden. Yay. Ihr habt alle einen Würfelblick, das ist unglaublich. Ja, dann bitte das Viech. Das Viech. Ja, was macht das so? Ich möchte es ja Flo heilen. Bestimmt sogar. Das möchte bitte Elowin angreifen. Ja. Weil sie sich besonders clever anstellt. Ja. Was hast du für einen Rüstungswert? Ich such's grad. 19. Ja, cool. Das Viech holt mit seiner Hand aus und versucht auf dich einzuschlagen, aber während du deine Schwertbewegung machst, versucht es dich zu treffen und dadurch, dass du dich mit deinem Schwert nach unten bewegst, schlägt es über dich drüber und dadurch schlagt ihr beide ins Nichts. Yay! Yay! Meine Güte, Demis, bitte. Ja, ich heile nochmal den Typen um 9. Okay. Dann hat er wieder 9. Dann Yay. Geht's dir ja ziemlich gut gerade. Ziemlich. Okay, ja, dann nächste Runde. Grasuk, du darfst. Ja, dann hau ich ihn, ne? Ich klopp drauf auf die Scheiße. Ja, ich lerne doch nichts draus. Hallo? Dann welchen Zwerg, wenn ich den nicht hauen würde? Hm? 16. Dein... Ja, Schadenswurf 8. Ja, gut. Du holst mit deiner Axt aus und diese saust durch das Wesen hindurch und es löst sich ein Stück des Fleisches, in Anführungszeichen, weil du weißt nicht genau, was es ist. Das Vieh brüllt laut auf und es sammelt sich auch eine grünliche Flüssigkeit auf dem Boden. Ja. Schön. Dann bitte Matta. Ja, ich zieh das jetzt durch, ich bleib bei meinem magischen... Ein Schaden ist besser als keiner! Ja, genau. So, so 5 läuft doch. Du hebst deinen Stab und sprichst die magischen Worte, um das magische Geschoss zu fabrizieren. Du spürst, dass die Kugel
stärker ist als sonst und als sie sich löst von deinem Stab, trifft auf das Viech und dieses wird mit elektrischen Schlägen quasi ja von oben bis unten eingedeckt für einen kurzen Moment und du hörst es auch ein lautes Zischen. Ja. Dann bitte, Illovin. Na, dem ist es jetzt, oder? Nein, ich bin als Letzter. Dem ist es als Letzter, genau. Ah ja, stimmt. Das haben wir schon wieder. Ach. Natürlich wieder ein Schwerthieb. Vollgas. Vollgas. 19. Und plus 3 Nahkampf. Was hat dein Schwert für einen Crit-Wert? Ist das 20 mal 3? Also, Crit. Wenn ihr das lesen könnt, 19 mal 2, glaube ich. Na, siehst du, dann machst du nämlich doppelten Schaden. Ja, okay, dann würfel bitte deinen Schaden aus. 8. Immerhin 4 schon. Meine Güte. Ja, du holst mit deinem Schwert aus und möchtest, steckst alle Kraft in diesen Schlag hinein und triffst das Vieh auch so da, wo du seinen Hals vermutest. Allerdings scheint da drunter irgendwie so eine Art Knochen zu sein oder sowas. Und du dringst nicht allzu tief mit deinem Schwert ein, aber das Vieh ist schon offensichtlich erschrocken, ob des Treffers. Ja. Damit. Na, solange wir es wenigstens mal erschrecken können. So hoppelaufst du, ne? Dann bitte das Viech. Und das Viech möchte jetzt gerne dann auch Elomin angreifen. Du hast 19, sagst du. Rüstungswert? Ja, ich. Ja, Elovin. Entschuldigung, 19, ja. Mhm, okay. Dann, ja, holt das Vieh erneut aus und will dich mit einer Art Schwert oder was auch immer er gerade aus seinem Arm geformt hat, treffen. Aber ist offensichtlich immer noch so schockiert, dass er den Schlag verfehlt. Na, Gott sei Dank. Jo, ja, Mensch, du darfst auch mal. Mal gucken. Wie folgendes. Und zwar gucke ich mir das Tier mal genau an. So nach Schwachstellen oder ob ich erkennen kann, was es ist und was es kann und was es nicht kann und ob man das vielleicht, wie man dem Viech beikommen kann oder so. Dann mach doch mal einen Wurf auf Wahrnehmen. Ne, wahrnehmen wollte ich nicht. Ja, was ich darf dann sowas wie Motiv erkennen oder arkanes Wissen, weil das ja offensichtlich irgendwas Magisches ist. Motiv erkennen ist, ja, das möchte ich umbringen. Das brauchst du kein Motiv erkennen, Würfel. Okay, lass mich überlegen. Wissen arkanes, ja, okay. Mach mal eine Probe auf Wissen arkanes. Du würfelst ein W20, rechnest plus 6 ja. Und ich sag dir was. 18. Insgesamt, ja? Ja. Okay. Ja, du erkennst in dem Wesen einen Gestaltenwandler, der magisch begabt ist dahingehend, dass es sich verwandeln kann. You don't say! Krasse Scheiße. Ja, Entschuldigung. Also, wenn er kein Wahrnehmen hat, kann er nicht rausfinden, was das für ein Vieh, also wo seine Schwachstellen sind. Er kann rausfinden, was es ist, aber mehr auch nicht. Wer hat da denn im Guide vorgeschlagen, kein Wahrnehmen zu benutzen? Das Buch. Das machen normalerweise, ja. Erst machen normalerweise andere für dich. Ja, du bist genau, ein Heiler. Und ich stehe dann hinten und klüpp die wieder auf. Du bist die Heilerschlampe. Du bist dafür da, dass die Leute wieder aufstehen und draufhauen. Ja. Das ist halt nach so. Euch. Weißt du, dann machst du einmal freiwillig Healer. Ja, dann bitte der nächste. Grasuk. Ach, ich darf wieder, ja? Ja. Hau ich ihn doch mal. Mensch. Was für eine Überraschung, oder? 14 nur. Ja, damit holt deine Axt leider an dem Viech vorbei, weil du irgendwie durch die schemenhafte Art der Gestalt nicht wirklich feststellen kannst, wo sie sich aufhält. Ja. Na gut. Jo. Dann bitte. Matter, ja. Yay. Yeah. So. Da haben wir die drei Schaden.
Ja, erneut löst sich ein Energieball, der diesmal allerdings nicht so stark ist wie der davor. Aber auch dieser trifft das Viech und ja, der Tropfen hüllt den Stein. Tut dem Viech weh offensichtlich. Meine Güte. Dieser Energieball ist schon echt lustig. Trifft immer, tut aber halt nicht so weh. Okay, dann bitte Elohim. Ich bin dran. Dann probieren wir es gleich nochmal. Schwert. Flieg und Sieg. Ja. 3, 9. Dadurch, dass Grasuk auch eben gerade vorbeigehauen hat und durch diesen fehlgeleiteten Schlag bist du irgendwie so abgelenkt, dass auch dein Schlag verfehlt. Ja, I'm out. Ist Viech wieder dran und Viech möchte erneut Elohim angreifen. Schon wieder. 19. Ich weiß. Und auch durch die beiden Fehlschläge ist es auch offensichtlich so abgelenkt, dass auch er irgendwo die Luft trifft. Job, Viech. Ja, Demis. Ich verzaubere das Viech und richte Unheil an. So heißt der Zauber, falls ich das so gesagt habe. Ja. Diese Pause eben dazwischen. Ja, ich dachte, er verarscht mich schon wieder so. Ja, ich richte Unheil an. Ja, das tust du immer. Soll ich es dir vorlesen? Nein, brauchst du nicht, ich finde das schon. Aber kannst du gerne trotzdem für die Zuschauer. Ich wirke einen Zauber auf einen Gegner. Dieser steht eine Willenswurf SG11 plus dein WE-Modifikator zu. Sollte er nicht widerstehen, wird er von Furcht erfüllt und er erleidet einen Malus von -2 auf Angriffs-, Rettungs- und Fähigkeitswürfe. Dies ist ein Furchteffekt. Du kannst diesen Zauber nicht auf geistlose Gegner wirken. Hm. Ne? Ist ein Schein. Ja. Bitte. Ne, du musst würfeln. Du wirkst einen Zauber auf deinen Gegner. Dieser steht einem Willenswurf. Dieser steht einem. Achso. Diesem Gegner. Ja, jetzt hab ich's auch. Mann, brüll mich doch nicht so an. Ich bin ganz ruhig. Okay, du. Oh, muss ich grad niesen. Wie viel WE-Modifikator hast du? Plus 5. Okay. Ja. Du belegst das Viech mit einem, also du machst diese magischen Worte und das Vieh scheint, blickt dich an und ist plötzlich völlig desorientiert und weiß gerade gar nicht, dass du zuhörst. Und von Furcht erfüllt. Ja, doch. Jetzt anfangen zu weinen oder was? Ja, bitte. Das hat aber keine Augen richtig. Mir egal. Gut, dann fängt es aus seinen nicht vorhandenen Augen an zu weinen. Nein, es fängt an zu zittern und plötzlich ist offensichtlich nicht ganz bei sich. Ja, Grasuk. Ich hau's. Ich hau. Ja, das kann ich gut. 20. Schaden 6. Ja. Du triffst erneut das Viech an einer sehr empfindlichen Stelle offensichtlich, denn es schreit laut auf, als du mit deiner Axt durch diese Stelle durchfährst. Ja, dann bitte wieder Matta. Joa. Würfel ich wieder? Ich schreibe nur mein Minus hier hin. Ja. Dann erneut Energieballblitze, aua. Mir fällt nichts mehr ein. Super awesome. Dann bitte Elohim. Le Attack. Attack. Ja, aber leider, die Blitze halten ein bisschen länger an als letztes Mal, was dich offensichtlich so verwirrt, dass dein Schwert irgendwo im Tisch landet. Ich bin ein toller Schwertkämpfer, der alles andere trifft, nur nicht das. Richtig. Ich hau dich! So Pinata spülen, ja. Dann ist Elfich dran, glaube ich. Ja. Und das möchte er erneut Elohim angreifen. Oh, und diesmal trifft es auch. Moment.
Wie viele Lebenspunkte hast du? Ja, ich? Ja. Ich hab 10. Okay. Jetzt nicht mehr. Das Viech holt aus und rammt hier mit voller Gewalt irgendwie eine, wie gesagt, eine Art Hammer direkt vor die Brust, was dich ebenfalls einen Schritt zurückwirft und dir 11 Schaden reinkloppt, weil du verlierst plötzlich auch das hat dir völlig die Luft geraubt, dieser Schlag. Du spürst auch, dass deine Brust offensichtlich gelitten hat darunter und dass dem Knochen da irgendwie nicht mehr so gut geht. Aber bevor du noch irgendwas machen kannst, verlierst du das Bewusstsein. Läuft. Ich heile sie am Föhn. Du bist doch nicht dran. Doch, bin ich. Stimmt. Ja, dann wachst du sofort wieder auf. Und, Darf ich mich eigentlich dieser Einsteigerbox gegenüber kritisch äußern? Wieso? Ja, darfst du gerne, klar. Ja. Und zwar ist mein kritischer Einwand, dass ich finde, dass die Gegner, die einem von der Einsteigerbox, du hast dir ja die Story nicht selbst ausgedacht, da steht da ja alles drin. Ja. Ne? Dass ich es schade finde, dass es immer so, keine Ahnung, pro Szenario 2-3 Kämpfe gibt gegen Gegner, die so OP sind, dass wir die fast nicht kaputt kriegen. Ja. Und die im Grunde schon Botfights sind. Ja. Und viel zu wenig so kleine Kämpfe, wo mal so 5 Goblins über den Weg hoppen und die latscht man einfach mal weg, kriegt ein bisschen Loot, freut sich irgendwie über den Loot und Richtig. Keine Ahnung, es ist halt immer so Bossfight-Geknüppel und ja komm, jetzt hau ich den nochmal. Also du weißt, was du meinst. Ne? Du weißt, was du halt meinst. So. Dazu muss ich aber sagen, dass der eine Kampf vorhin gegen den grauen Schleim, der ist nicht in dem Szenario drin, weil da stand einfach, und das fand ich tierisch langweilig, da stand einfach, ja, ihr reist dahin und es passiert nichts. Und da dachte ich so, komm, die reisen irgendwie den ganzen Tag durch den Wald und da passiert nichts. Deswegen habe ich halt eine Tabelle aufgestellt mit 10 Sachen und ihr habt halt die 1 gewürfelt. Deswegen kam halt dieser wirklich Bossgegner. Und Nee, aber auch so. Vielleicht noch einer. Ich weiß. Auch so finde ich einfach, dass das teilweise einfach zu wenig kleine Kämpfe und zu viele große sind. Und die Kämpfe ziehen sich relativ lange hin. Ich muss aber auch sagen, dass ich den hier einfacher gemacht habe, weil ich keinen Bock hatte, schon wieder euch nach jedem Angriff 20 würfeln zu lassen. Weil er hat nämlich noch die Fähigkeit klebrig. Jede Waffe, die einen Mimik trifft, bleibt an dem kleben und kann nicht genutzt werden. Außerdem Träger gelingt ein Reflexwurf gegen Schwierigkeit Grad 17, um zu verhindern, dass sie festhängt. Also quasi dasselbe, was bei dem anderen Viech war. Da hatte ich jetzt wirklich keinen Bock drauf, weil dann würde der Kampf noch länger dauern. Und das Vieh hat auch schon wieder so viel Lebenspunkte. Also ich verstehe deinen Einwand absolut. Also ich finde es auch ein bisschen schade. Ich werde auch gucken, dass ich das nächste Szenario, was ich nehme, dass ich da eins nehme, wo halt auch kleinere Kämpfe vorkommen. Nun, wie dem auch sei, das Vieh ist trotzdem noch da und Leo ist auch wieder wach mit, ich glaube, 4 Lebenspunkten oder 4, ja. Und dann ist bitte Grasup wieder dran. Ja. Lass mich raten. Ja, das, was ich am besten kann, ne? Ja. Ja, das hau ich aber daneben, vergiss es. Wie viel hast du denn gewürfelt? Eine 8 habe ich gewürfelt. Ja, nee, das reicht nicht. Du haust mit deiner Axt quasi daneben und triffst die Wand. Was dazu führt, dass ein paar Bücher aus dem Regal fallen. Dann bitte wieder Matta. Jo. Energieballblitze, Aua. 2. Ja, so ungefähr ein bisschen Aua zumindest. Dann bitte, ihr denkt auch an das Flankieren, ne? Weil das habt ihr jetzt bisher noch nicht gemacht. Ich dachte, das geht nur mit dem Schurken. Nein, flankieren nee, das geht immer. Flankieren kannst du immer. Muss nur einer gegenüberstehen. Dann flankiert ihr. Der Schurke macht nur dann noch mehr Schaden. Ihr habt aber dann den Angriffsvorteil. Ihr kriegt plus 2 auf euren Angriff. So, dann ist bitte wieder Elovin. Ja, so. Ich stehe auf. Das ist ja dann das Anti, was man kann, oder? Genau. Passt. Dann ist Viech wieder dran und Viech möchte jetzt Grasup wieder an der Eier. Ja, trifft aber nicht. Wie viel Rüstungswert hast du? 19. Gut, nein, das Viech holt aus und schlägt auch irgendwo auf den Boden oder sonst wohin. Nee, jedenfalls trifft es nicht dich, weil auch die haben alle Probleme mit Zwergen, weil die sind alle so klein und dann treffen die immer nicht. So. Ja, dann bitte Demis. Ha!
Ich. Jetzt bin ich gespannt. Eins. Benutze meinen neu erworbenen Feuerstein, um eines der herumliegenden, runtergefallenen Bücher anzuzünden und nach dem Ding zu werfen. Interessant. Mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Ja. Das ist, ja. Dann bitte mach mal einen Wurf auf. Wahrnehmung, ob ich das Buch auch finde. Nein, auf Fertigkeit. Nee, nicht auf Fertigkeit, auf Fernkampf meine ich. Fernkampf? Mhm. W20 wieder. W20 und plus dein Ergebnis auf Fernkampfangriffe. Also 15. 1 ist das bei dir, also insgesamt 14, ja? Ja. Okay, Was mache ich? Okay, nicht das. Nein. Okay, die Bücher, also dein brennendes Buch fällt tatsächlich direkt neben dieses Viech und ja, die darum liegenden Bücher fangen ebenfalls an zu brennen. Das Vieh schafft es nicht schnell genug, aus dem Feuer rauszukommen und wird ebenfalls in Brand gesetzt. Was dazu führt, dass es brennt. Denkst du dran, dass es noch minus 2 wegen der Furcht hat? Ja, ich weiß. Sonst hättest du gerade nicht getroffen, mein Lieber. Yay! So, und dann kriegt das Vieh steigt plötzlich komplett in Flammen auf. Und ja, ist plötzlich, ihr hört nur noch einen markerschütternden Schrei. So ähnlich, ich kann nicht so gut schreien gerade. Und dann fällt dieses Vieh auch hin und es bleibt nicht viel über als ein Stück Asche. Yay! GG easy! Ja. Hast du gut gemacht. Danke. Team Wellplay. Yay. Wer löscht jetzt das Feuer? Ist mir auch egal. Ja, das breitet sich langsam aus. Ich hoffe, das war nicht das Buch, was wir mitbringen haben müssen. Das hoffe ich für euch auch. Ja. Das wird wieder passen. Dann nehme ich mir mal die Frau unter den Arm und ziehe die aus dem Raum raus. Okay, schaffst du auch ohne Probleme, die ist nicht so schwer. Die Katze sitzt immer noch vor dem einen Bücherregal hier hinten. Ich nehme mal kurz das Viech. Hier ist ein Bücherregal. Nee, machen wir hier. Hier hinten ist ein Bücherregal und da steht die Katze immer noch davor und miaunzt laut, bevor sie den Raum dann auch verlässt. Sollte mal wer in dem Regal gucken. Dann geh ich zum Regal und schau mir das mal an. Wenn du die Idee hast, dann geh doch hin und mach es. Ich hab ja die Frau. Ich hatte Angst, weil so schlechte Erfahrungen schon. Nein, ich hab ja auch noch die Frau außerdem. So. Ich habe mich zum Regal rübergeschliffen, um nachzuschauen, ja, was da los ist. Ja, du siehst ein Bücherregal. Was müssen Sie denn würfeln? Wahrnehmung? Ja, ich habe nur Gewölbekunde. Hast du keine Wahrnehmung? Achso, doch, habe ich 3 Punkte. Das war falsch geschaut. Entschuldigung. Dann bitte. Okay, auf D20, ja? Ja. Plus 3. Ja. Du siehst hinter den Büchern, scheint irgendwie was sich zu befinden. So die Bücher in der Mitte, da so, sind so 5 Bücher, da kannst du irgendwie hinten dran sehen, dass da irgendwas ist. Okay, dann schiebe ich die Bücher mal zur Seite und schau, was sich dahinter verbirgt. Du findest dahinter einen Safe. Okay, dann wie tot ist denn die Frau oder lebt sie noch? Die ist ohnmächtig, halt offensichtlich. Ohnmächtig. Also ob sie noch lebt oder tot ist, weißt du nicht, du hast nur gesehen. Und wie groß ist der Safe? Der ist ungefähr, ja, so, ich würde mal sagen, ja, vielleicht 30 cm hoch, auch so tief ungefähr und vielleicht 50 cm breit. Dann rufe ich mal den Herrn Zwerg, dass er mir vielleicht sagen kann, ob er den Safe aufkriegt oder ob er weiß, was das ist. Bestimmt, ich mach den halt auf. Ja, wie jetzt? Ich mach den Safe auf. Ja. So, da guckst ja, du! Ja, was ist der denn? Ist der aus Stahl oder? Ja, natürlich, der ist aus Metall. Ich mach ihn auf. Ja. Da ist ja nichts. Da ist er ganz Zwerg. Warum soll denn Herr Zwerg auf einmal wissen, wie so ein Teil auf mal den Schurken bräuchten wir jetzt? Das ist echt. Das ist aber auch die Aussage. Ich find's gerade sehr lustig. Ja, mach ihn auf. Fertig. Ja. Ja gut, du machst ihn auf und er geht nicht auf.
Dann versuche ich meiner Zwischenzeit die Frau aufzuwecken. Ich kann ich ja heilen den, und sowas. Ich will den Safe näher beschrieben haben. Ja, das ist halt eine Metallbox und mit vorne so ein Zahnrädchen dran. Und, wie dick ist Metall? Zahnrädchen? Ist das mehr so eine Kassenbox vom Schützenfest oder ist nein, das mit richtig... Das ist schon durchaus massiv. Ja. Also du würdest dein Geld da reinlegen. Also genau. Wenn ich als Zwerg in eine von Menschen gemachte Metallbox mein Geld reinlegen würde... Also das ist aber auch nur das, was du auf den ersten Blick machst. Also wolltest du die anfassen oder wolltest du die angucken? Nee, ich wollte das Ding schon untersuchen. Ah, okay. Weil dann mach mal bitte Wahrnehmung. Nee, hat ja keiner von uns. Ja, witzig. Eine 3. Ja, gut. Ich habe jetzt gerade eine Stunde Zeit, um mir diese Box anzugucken. Es brennt in dem Raum. Ja, den nehme ich halt mit. Ja, okay. Ja. Komm, dann packe ich die jetzt ein und dann gehen wir woanders uns in Ruhe hinsetzen und gucken uns das Ding an. Ins Café. Ja, so. Dann kommt das vorher nicht raus. Nein, ihr macht genau. Das draußen vor der Tür, aber Mata steht immer noch, also... Ne? Ja, ja. Kannst dich auch, also das Feuer breitet sich langsam aus, es dauert eine ganze Weile, aber du willst auch raus. Alles klar. Ja. Und das Suchen von Sachen ist nicht so euer, das Feuer löschen kann? Nee, du siehst, im Moment ist offensichtlich keiner mehr auf dem Flur. Also ihr seid vor der Tür und da ist Menschen leer. Okay, ihr schleppt den Safe nach draußen und ja, dann hast du den in der Hand und stehst vor der Tür. Sind da denn irgendwo Gardinen oder sowas? Ja, draußen auf so einem Flur sind öfter Gardinen. Und wie weit ist das Feuer schon ausgebreitet? Das Feuer ist ungefähr so eine Fläche von 3x3 Metern. Würde ich schon einnehmen. Da nur ein Stückchen, hör mal. Das ist ja blöd. Aber dann, guck mal. Dann kann ich jetzt noch mal zum Händler und Feuer rufen. Möchtest du das tun? Das möchte ich sehr gerne tun. Ja, dann, das dauert. Soll ich einen Wurf auf Lautstärke machen? Das dauert eine ganze Weile, also du bist schon so 10 Minuten unterwegs. Egal, du bist erstmal weg von der ganzen Geschichte. Gut. Ich hab 7 auf Lautstärke. Dann bitte, also wie gesagt, du stehst mit der Kiste davor und die anderen stehen um dich rum. Und der Professor liegt am Boden, weil den heilt ja keiner, weil der Typ, der heilen kann, rennt weg, um Feuer zu rufen. Dann halt nicht nur Feuer bei dem Händler. Ja, schon klar. Ja, wenn ich da jetzt meine Ruhe habe, dann möchte ich mir das gerne genauer ansehen. Ja, und du erkennst auch, dass das Metall nicht von besonders toller Qualität ist, also. Ich stelle mir gerade vor, wie ich so an 5000 Dorfbewohnern vorbeilaufe, bis zu dem Stand vor dem Typen, kurz Luft holen und so, Feuer, es brennt, Feuer. Ja gut, dann hau ich da einfach mal mit der Axt gegen. Wenn das nicht so gutes Metall ist, dann hau ich da mit der Axt gegen. Dann bitte ein Nahkampfangriff und ja. Ich möchte bitte einen Eimer Wasser kaufen. Sehen. Okay. Da es sich nicht bewegen kann, gehe ich davon aus, dass ich es treffe. Ja, das ist... Nee, ja, das ist richtig. Nein, aber damit... Damit hast du schon, also deine Axt... durchdringt das Metall ohne Probleme und... Schadenswurf 9. Schaden Max ist mir scheißegal. Das war jetzt nur, ob du genug triffst, um das Ding auseinander zu rotzen. Und da soll ich mein Geld reinlegen, wenn da jeder x-beliebige mit der Axt gegenhauen kann. Und dann ist kaputt. Was ist das denn? Das war ja eine absolute Fehlinformation. Ja, der sollte offensichtlich nur so aussehen, als wäre er besonders toll. Moment. Ach so. Ja. Das heißt, du nimmst eine Holzbox und lackierst sie mit Hammerschlag. Und so. Schon denken alle, ohoho. Ja, toll. So eine alte. Super. Ja, gut. Ich gehe jetzt beim Händler mit. Ich habe übrigens immer noch Hunger. Ich auch. Ja, wir machen das hier noch zu Ende und dann machen wir auch Schluss. Und abspülen muss ich auch noch. Ja, okay, deine Axt spaltet das Ding und du siehst, wie ein Zettel daraus fliegt, während in der anderen Hälfte des Tresors eine Falle auslöst und einen Feuerstrahl nach vorne sendet, aber keiner steht im Weg. Dadurch passiert nicht viel und der Zettel ist auch noch in Ordnung.
Ja. Schade. So. Ein Feuerwerk! Ja, dann will ich mir den Zettel angucken. Ja, da steht drauf, lieber Gorik, Gorbik, netter Versuch, alles Gute, Linda Montrowall. Wer war das denn nochmal? Linda Montrowall ist Schnalle, ne? Ja, die ja. daneben mir liegt. Richtig. Habe ich nicht irgendwas, um die alte Frucht da irgendwie wach zu machen? Ja, so ein Heiler wäre jetzt super, aber der ist irgendwie gerade weg. Komm ja gleich. Wirklich einfach nur, ist die wirklich HP-mäßig down oder ist die einfach nur RP-mäßig? Was genau mit ihr los ist, müsste man durch eine heile Untersuchung machen. Gut, ist mir egal, ich knall dir jetzt eine mit der flachen Hand. Mir ist das zu blöd. Dass der wieder das Knick bricht, so wie mit dem Nee, lass mich kurz was würfeln. Ja, okay. Nee, da passiert nicht viel. Also die ist ohnmächtig offensichtlich. Ich kann sehr wohl dosieren, ob ich jemandem den Schädel an der Tischplatte knacke oder ob ich jemandem einfach nur freundlich eine Backpfeife gebe, damit er mal wach wird. Ich erinnere an die Kneipenszene. Guck mal her, du Bots! Ja. Nein, sie überlebt den Schlag schon, aber sie ist offensichtlich so verletzt, dass da ein einfaches Aufschlagen nicht besonders viel wirkt. In der Zwischenzeit... Machen wir es halt zweifach. In der Zwischenzeit kommt Demis bei dem entsprechenden Händler wieder an. Okay. Händler? Ja, was willst du? Feuer! Es brennt! Oh mein Gott! Die verkackte Hütte stürzt ein! Ich möchte bitte ein Glas Wasser erwerben. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Nein, hier haben sie einen Groschen. Ein Taler, weißt du? Eine Münze. Okay. Können Sie mir den Weg zur nächsten Feuerwehrstation skizzieren? Malen Sie mir ein Bild. Er nimmt wortlos die Goldmünze. Warte, das schreibe ich mir auf. Legt dir einen Wasserschlauch auf den Tisch, also so einen Trinkschlauch. Und dreht sich um und geht in sein Haus und macht die Tür von innen zu. Achso, nee, einer weniger, nicht einer mehr, ne? Ein weniger, ja. Ja, dann nehme ich diesen Trinkschlauch und gehe zurück. Gut. Das dauert ja aber ein bisschen. Ja! Ja, ja. Die Alte liegt da auf dem Boden rum. Ja, gut. Ja, aber wollen wir machen, ja, lass halt gehen. Ihr könnt ja nichts viel machen, aber ihr wartet halt auf Demis, ne? Ja. 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 Großartige Idee, da die Feuerwehr zu rufen, muss ich sagen. Ähnlich klug wie, hey, da ist Schlamm, da liegt ein Knochen rum. Komm, ich nehme mal meinen Stock und piek's da rein. Da kann ja nichts passieren. Ja. Mhm. Merk schon. Ich bin schuld. Ich spiele halt meinen Charakter so, wie ich ihn erdacht habe. Ja, nicht so helle. Ja, aber da kann der Charakter ja nichts für. Das stimmt. Egal, auf jeden Fall, du kommst wieder zurück und die Alte liegt immer noch auf dem Boden. Ja. Ja. Dann nehme ich jetzt die Gardine von den Wänden, mache die nass und mache damit das Feuer aus. Ich möchte ihm eine scheuern. Bitte auch. Wirklich, nein, das meine ich jetzt ernst. Ja. Ich gehe jetzt zu Demis rüber und will ihm mit meiner ganzen Kraft eine knallen. Dann machen wir bitte einen Wurf auf... Und ich nehme meine Nahkampf. Handschuhe nicht ab. Ja, Nahkampfwurf bitte. 18. Sehr gut. Was hast du für eine Rüstungsklasse? 14. Sehr gut. Dann bitte ein W4 Schaden würfeln. Vier. Ja, okay. Du knallst Demis so dermaßen eine, dass er bereits in seinem Mund Blut spürt und Demis, ein W4 Schaden aufschreiben bitte. Ein W4 Schaden, sehr gerne. So, und jetzt nehme ich ihm seinen scheiß Schlauch weg, bevor er sich von dem Schlag erholt. Schmeiß den irgendwo hin und sage, jetzt hebt die blöde Nutte da auf. Verdammt nochmal, ich hab Hunger. Kann doch nicht dein Ernst sein. Dann heb ich jetzt die blöde Nutte auf. Dann würfel mal ein W8, bitte. Hängst du hier noch eine? Diesmal mit der Faust. Ah ne, plus Klerikerstufe, dann 2. Ja, komm, ist egal. Die Dame wacht
offensichtlich immer noch nicht besonders fit auf, aber sie wacht zumindest auf. Und darf ich jetzt das Feuer löschen? Mach, was du willst. Geh mit Gott, aber geh. Ja, ehrlich. Und mach einen Geschicklichkeitswurf bitte mal kurz. Ich? Ja. Acht. Ja, das reicht gerade so. Ja, du schaffst es irgendwie, diese Decke über dieses Feuer zu kriegen. Also diese Gardine. Und es ist. Eine Gardine? Ja. Wie dick ist die Gardine denn, dass die irgendwie Feuer löscht? Ich hab ja vorher das Wasser drüber gekriegt. Vorher Wasser drüber gekriegt. Ja, dem ist eine Gardine, ist aber nur so ein Hauch von Stoff. Das, so viel Wasser kann das gar nicht halten. Dass willst du mal sehen, was ich hier für eine Gardine hängen habe? Da kannst du Leute mit erschlagen. Ja, du! Als Student in einer WG, aber das ist eine Akademie. Die hängen sich keine Wolldecken vor die Fenster. Weißt du's? Ja. Hast du Wahrnehmung gewürfelt? Meine Güte. Nee, aber mach da irgendwas. Ja, du schaffst es irgendwie so weit, die Flammen, dass es halt nicht weiter sich ausbreitet, aber es raucht noch ganz schön stark und du hast ja, auch das noch ist mir das egal. Gefühl, dass es die ganze Akademie abfackeln. Dass es unter der Wolldecke auch noch durchaus brennt und dass sich langsam. Dass ihn das noch interessiert, ob diese Akademie brennt. Scheißegal, ey. Das ist mir so egal. Gut, ey, noch, die Alte wird wach. Ihr seid ein bisschen eure eigenen Prinzipien nicht treu. Was für ein Prinzip habe ich denn? Zum Beispiel, dass man einfach fremder Leute Türen eintritt mit der Axt, ja, die man so abgeschlossen hat. Und dann wunderst du dich, dass mir es egal ist, wenn das Scheißding noch abbrennt. Nein, das ist mir. Mir ist das nur nicht egal, dass das Feuer, das ich da gelegt habe, die ganze Institution zerstört. Oh, egal, weiter. Ja, sagt mir, wenn ihr so weit seid, ne? Ja, gönn dir. Ich bin fertig. Feuer ist gelöscht, ich bin zufrieden. Möchten die beiden Damen vielleicht irgendwie noch in das Geschehen eingreifen? Na. Also ich nicht. Hätte ich jetzt auch gerade keinen Bock zu. Aber ich bin GM, ich muss ja. die Dame wacht auf und guckt euch an und. Wo ist der Mimik? Ja, der ist leider verbrannt. Leider habt ihr da wahrscheinlich mich vor dem sicheren Tod bewahrt. Dieses ekelhafte Viech, das kann nur von Gorbik sein. Das war sicher Shee. Wie dem auch sei, was wollt ihr von mir? Wer seid ihr und warum seid ihr hier? Der Zölle ist Gorbik. Du hältst die Klappe, du bist im Raum. Ich hab Diamanten, ich will ein Buch. Du bist im Raum und löscht gerade mit deiner Gardine so. Feuer. Du kannst nicht reden. Okay. So. Sie guckt dich an und sieht die Diamanten. Ihr seid von Hauptmann Heidmark, nicht wahr? Laber nicht rum. Ich habe Diamanten, ich will ein Buch. Ich kann euch jede Menge Bücher geben, aber ich glaube, ihr wollt ein besonderes. Ja, das ist wahr. Dann nehmt das hier und sie löst so eine Brosche von ihrem Umhang und gibt ihn dir. Das ist ein, also da steht irgendwie Akademie, wie heißt die Stadt noch gleich? Corvosa drauf. Corvosan. Und da ist auch noch so ein Symbol drauf und das ist so leicht golden und so. Auch so mit so kleinen Details am Rand. Und sie nickt dir zu und sagt, Celia kennt das Befehlswort, mit dem sie das Abzeichen in das Zauberbuch zurückverwandeln kann. Ja, ja, ich nehme das, ich reiß ihr das aus der Hand, stopf das in meinen Rucksack, sage, wegen so einem scheiß ledergebundenen Stück Papier, so ein Heckmeck hier. Schmeiß ihr die Diamanten hin und stapfe sauer weg. Die Tassen kaputt gemacht. Was soll ich sagen? Ja, ey. Ja. Stellt euch das mal vor, ja? Wegen einem Buch, ja? Ja. Wurde ich aus den Latschen getreten, bin wieder aufgestanden, dann haben wir dieses Viech weggenukt, dabei haben wir die Akademie abgebrannt. Diese Frau ist bewusstlos wegen einem Buch. Ja, was kann in diesem Buch nur so drinstehen, was das alles rechtfertigt? Das da habe ich ja wohl allen Grund, sauer zu sein. Ein Buch kann sehr, sehr viel Macht bedeuten in den Landen von Pathfinder. Ein Buch sagt mehr als 1000 Worte. Oh. Du löscht dein Feuer vor. Okay. Und Worte sollen Taten folgen, ne? Ja.
und so. Okay, ja, ja, du, Bilgor, rennst raus aus dem Raum und die anderen stehen, glaube ich, noch immer da. Und ja, die Dame erhebt sich langsam, nickt euch nochmal zu, holt einen Hut aus ihrem Umhang, setzt den auf und verwandelt sich in einen, ja, pickligen Schüler und rennt davon. Und das. Er soll ja mal froh sein, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ich hab ihm noch einen Grappling Hook in den Rücken geworfen. Dann bring ich sie auch noch um! Pass. Ja, ehrlich. Ich zuck mit deinen Schultern und folg dem Zwerg. Gut. Ich lösch das Feuer. Ja, du bleibst für immer da in dem Raum und löscht Feuer. Gut. Nee, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Meine Güte. Damit dann nächste Woche Shinji auch wieder mit dabei sein kann. Ja. Der verpasst das ja alles. Der verpasst das großartige Abenteuer, ja. Ich fand das gar nicht so schlecht, weil das relativ viel Raum für Rollenspiel gegeben hat. Da ja. Hast du recht. Trotzdem bin ich jetzt sauer. Und dann redet man nicht Rollenspiele. Du hast nicht Rollen gespielt, du hast Scheiße gebaut. Da liegt jemand ohnmächtig auf dem Boden, von dem er Informationen erfragen wollt. Und du rennst raus zum Händler, um ihm ins Gesicht zu brüllen. Feuer! Ich muss froh sein, dass ich dir nicht mit der Faust eine gehämmert habe. Also wäre aber ich in der Rolle in der Gruppe gewesen und hätte einen neutralen oder bösen Charakter gespielt, hätte ich mein Schwert genommen und dir den Kopf abgehakt in dem Moment. Das hätte ja aber auch nicht weitergebracht, dann hätte die Story nie beendet. Das wäre dann auch egal. Ja, und mein Charakter. Erst einmal, dass ich mich mit einem Gruppenmitglied prügle. Das kommt bei mir öfter vor. Aber egal. Gut. Dann würde ich sagen, wie gesagt, erstmal, ja, dann nächste Woche gibt es dann noch die Rückreise. Yay. Denn ihr müsst ja auch wieder zurück. Vielleicht passiert das ja noch mal. Jetzt in irgendein Locken reinstochern. Und dann danke ich euch fürs Mitspielen und euch fürs Einschalten. Falls ihr irgendwie Wünsche, Ideen oder sonst irgendwie was habt, was ihr loswerden wollt, was ich hier vielleicht einbauen soll, nur ihr sagt, bau doch mal ein, dass da die um die Ecke gehen und da steht ein Toaster, der sie angreift. Toaster! Oder so. Dann sagt mir das einfach. Ich bin da ja flexibel. Ich werde das Ganze auch eventuell irgendwann mal als Livestream machen. Dann könnt ihr nämlich live Einfluss nehmen. Das ist noch cooler. Matta nickt schon. Mhm. Und ja, dann erstmal einen schönen Abend, Nachmittag, Nacht, was auch immer. Ja. Tschüss. Ciao, ciao.